So. Tag auch. White Russians, denn man kann nur mit Alkohol Spaß haben. Ich kann auch mit Alkohol schlecht gelaunt sein. Upgrade. Eigentlich immer. Ich hoffe, der geneigte Zuhörer hört auch, dass ich mittlerweile an meinem Mikro rumgebastelt habe. Wenn nicht, dann kommen wir vorbei und machen dich kaputt, Junge. Jeden einzeln. Oh, richtig. Und auch Mädels. Ja, also Mädel dich auch. Natürlich. Wir sind so. Ja nicht sexistisch, deswegen geht das schon. Wir verschlagen alle gleichmäßig. Ja, genau, damit alle auf einem Level sind. Vor allem, weil du ja auch so einer, ich hau dir die Kasse nach hinten bist. Natürlich, aber wenn ich meine Realwelt sehen würdest, du würdest die einscheißen. Alter. Deswegen lebe ich in so einer braunen Stadt. Ach, ich dachte, das wäre politisch angehauchte Stadt. Nee, es gibt's hier sogar, ist unglaublich. Echt, gibt's da Ausländer auf der Straße? Ja, relativ viel. Nicht wie bei dir, wo gleich die Polizeisirenen kommen. Das ja, ist, ne? Habt ihr das gehört? Bei mir geht wieder gerade der Kalli ab hier. Da wurde unten im Ghetto wurde mal wieder einer erschossen. Ja. Hier, 5 Kilo Heroin erwischt. Ich wohne hier im Hardcore-Sprawl im Squatter-Bereich. Nach Deutschland. Es hat nicht mal mehr für Deutschland Squatter gereicht, weißt du, ich muss wegziehen. Also du mit deinem Wellblech und deinem 7000-Euro-Treffen da drunter, du. Wellblech? Ich wäre ja froh, ich hätte Wellblech hier. Immer nach dem Regen. Immer nach dem Regen muss ich die Plastikplane austauschen, Freundchen. Was? Du kannst jetzt leisten, das auszutauschen? Also, Dekadenz. Ja, gut, ich gehe ja runnen dafür, ne? Ich kaufe mir ja immer, also ich von meinem Run-Zeug kaufe ich mir ja Plastikplane. Manchmal auch vom Truck auf der Autobahn schneide ich mir so Stücke raus und mache mir dann eine Patchdecke draus. Das ist aber schon sehr stylisch. Ja. Es fällt nur so auf. Was machst du denn so für Runs? Ja. Sie werden angeheuert, dieser Frau die Taschen über die Straße zu tragen. Nee. Nicht? Nee, Gulli putzen. Ah, ist auch sehr schön. Sie haben einen Untergrundeinsatz heute. Dieser Gulli muss geputzt werden. Ich habe bei Untergrundeinsatz natürlich an Gulli gedacht. Ja. Ist ja auch das Synonym für irgendwelche sexuellen Organe. Trivialer Art, ne? Ja, doch. Ja, wusste ich nicht. Ist okay. Ich sage immer, hier, wenn ich auf die Toilette gehe, sage ich immer, ich muss erstmal einen Gulli jetzt reinigen. Ach so, na, bei dir im Ghetto, Alter, das ist natürlich alles noch ganz anders. Hm. Ja. Sollen wir mal zu Matter of Fact kommen, wie ich immer so gern sage? Könnten Warum wir durchaus wir? Tun, ja. Weil jetzt haben unsere lieben Zuhörer schon wieder gedacht, Alter, ich hab's schon wieder für... sich doch auf, da geht doch noch was. Ich hab's wieder für 5 Mark, der Scheiß. Kennst du überhaupt noch Mark? Das zu der... Nee. Alter, ja. Okay, ich bin in der 5. Klasse gewesen, da wurde das im Januar ausgetauscht. Ach du Scheiße. Ich war also schon richtig alt, Junge, richtig alt. Junge, 5 Mark, das war noch richtig Geld. Aber uns noch Kippen geholt, du. Was? In der 5. Klasse hast du dir Kippen geholt? Nee, aber in der 3. Mal Zwischenzeit. Echt? Da musst du mal testen, wenn die ganze Schule das macht, da kannst du ja nicht Außenseiter sein. Also so, hier, Bildungsanspruch, mitmachen, sonst bist du sofort raus aus der Nummer. Tja. Gut, was ist denn beim letzten Mal jetzt passiert gewesen? Weißt du das noch? Nee, ne? Na hier, ihr habt euch getroffen mit diesem übelst geilen Guy. Horizon People sind ja immer super und sehr redefreudig. Bei mir sind die immer sehr redefreudig und ahnen nichts Böses. Und ihr wart doch sogar noch mit dem dann schon drin im Gebäude, wenn ich mich recht entsinne. Nee. Du hast dich nicht jetzt zum Zeigen? Nee, der hat uns gleich von Anfang an gesagt, er dürfte uns da nicht reinbringen, weil ja vom Prinzip da Verbot ist, weil schon andere da nicht eingebrochen sind, sondern halt sich reingeschleust haben und dann haben sie Daten geklaut und an andere Konzerne verkauft. Und dann hat er gesagt, nee, kann er nicht machen, wollte er uns erst auf 2 Wochen vertrösten oder so eine Woche hin und wir haben gesagt, nee, ist halt. Und dann hat der Spielmeister mal wieder gepatzt. Probe. Das klingt vertraut, ja. Mhm. Und bei hatte das auch ziemlich gut gemacht mit den Spielen und so. Das war schon. Es klang wirklich so, als hättet ihr ein wenig Bock gehabt, also eure Charaktere. Ich weiß nicht, das sprach halt aus dem Leben, ne? Jo, nee. Billy hatte da wirklich Bock drauf und auch die Idee mit der KI war so irgendwie aus dem Stegreif gegriffen, schon was Billy tatsächlich machen würde. KIs in Shadowrun sind ja eine extrem gute Sache. Ja, es war keine KI. Stefan war die KI und ich war die Physik Engine, so rum. Ja, so rum war es auf jeden Fall. Aber das ist ja auch vollkommen irrelevant. Ihr wart nicht drin, wusste ich ja. War mir vollkommen klar, hab ich jetzt auch nicht gespoilert. Du wolltest jetzt nur nachfragen. Ja, immer so, wie es so ist. Naja, dann habt ihr halt euch mit den Typen getroffen, das ist so passiert. Ja, und dann haben wir nur noch Plan gemacht, wie wir eigentlich dann jetzt weitermachen und dann war es auch schon wieder, dann sind wir durch. Und dann ist das jetzt hier die letzte Folge der Prequels, wo es jetzt richtig hammerhart zur Sache geht. Ja.
wo man weiß, dass man Frauen nicht nur in die Ecke schubsen muss, dass man Frauen nur in die Ecke schubsen muss und so, das kommt ja jetzt. Ja, da kommt ja noch dein, das, ne? Ja, der gute Ganni. Da hast du ja noch gedacht, da baust du uns noch was Schönes so zwischen rein ein. Aber da verraten wir jetzt mal besser noch nichts von, weil das kommt ja jetzt alles. Richtig, also Ne? hier hast du viel Spaß und bleibst geil und hier, ne, du bemerkst zwischendurch, dass die jetzige Aufnahme von Dys Mikrofon hammergeil ist im Gegensatz zu dem, was jetzt gleich kommt. Und wenn das da nicht drunter steht bei uns, wie gesagt, wir kommen vorbei. Na, jetzt habe ich aber eher so eine softe Stimme, so meine richtige, ne? Finde ich ehrlich gesagt auch viel schöner. Denke ich nämlich auch nicht, dass du mir die Kasse nach hinten haust. Da kann ich jetzt noch mehr Shit mit Billy Ja, aber machen. du kennst ja meine Real-Life-Bilder. Mein Mr. Ui, Bean-Gesicht. oh, jetzt Oh. hab ich wieder Schiss. Also ihr, halt euch rein und ne, volle Kanne draufrohren immer. Kabam! Okay, nach so 10 Minuten Wartezeit kommt dann auch Kirill, das sieht man sofort per AR. Er ist ja groß, schlaksig, er trägt eine dicke Hornbrille der Farbe Schwarz, er hat braune Locken, ein Piercing in der Unterlippe. Boah, wie ist ich jetzt voll ohne Scheiß? Okay, Entschuldigung, mach weiter. Entschuldigung. Nee, komm mit, jetzt muss es Nee, raus. nee, 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 nein, 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 nein. Jetzt komm. Alter, nein, ich sag gar Wir nichts, ich wollen bin, jetzt nein. gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit hören, komm. Nein, 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 nein. Liebe Grüße an Breadstone, ich hab dich lieb. Tut mir leid, warum hast du ein Piercing sagen? Warum hast du Unterlippenpiercing sagen müssen? Es ist Cyberpunk, Junge. In jedem Fall. Ich hab euch gern, ihr seid toll. Er wirkt ein bisschen so, also so sehr große Menschen. Die gehen ja teilweise etwas gebückt, einfach um mit der Umwelt interagieren zu können oder um Menschen mal so fast ins Auge gucken zu können. Ja, Der das wirkt kann ich wahrscheinlich. absolut nicht nachvollziehen. Ja. Der wirkt eher so, als käme er nicht so richtig mit seinen Extremitäten zurecht. Also die Beine, die schlackern immer so ein bisschen nach links und nach rechts und die Arme so ein bisschen unbeholfen, halb angewinkelt, halb schlackern, baumeln da so oder sind halb, also ganz komisch. Er ist gekleidet in eines Gott sei dünn. Dank. Ja, er ist gekleidet, Punkt. Nein, so braunes Zinnfleder mit. Ich, scheiße, wie heißt das jetzt? Also es ist so ein Indianer-Look. Wie heißen diese Dinger, die da immer an der Seite runterhängen? Fransen. Fraps. Fransen haben wir gesagt. Ist doch klar. Außerdem die neueste Synth-Feder-Kollektion natürlich an der Seite baumeln. Ein Gürtel mit einer Ledertasche, also Synth-Leder, versteht sich alles. Passende Schuhe, eine grüne Hose, die so Leinen nachempfunden ist. Ja. Hipster! Nee, das ist nicht so sehr hipster. Er hat nämlich keinen Jutebeutel dabei. Ah, okay. Er sieht sich kurz um, sieht dann drei Leute, bestellt sich einen Kaffee, einen Soy Cafiato. Ich möchte bitte in den 10 Minuten, die wir da rumgedingst haben, mir Nee. noch so ein. Nee, gut. Na, was denn? Ich möchte ein kleines Pan-Profil erstellen, so ein Pseudo-Profil von Sveti. Was steht denn da so drin? Naja, da steht so drin, dass sie. Was steht denn da eigentlich drin? Ich glaube, fast Marvin ist meine Fake-Sin. Naja, dass sie irgendwie. Warte, 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 warte. Dauert zu lang. Nee, genau. Dass sie irgendwie voll auf, warte, daher klar, so irgendwie so ein paar Foto, irgendwie partymäßig so ein bisschen was unterwegs ist. Irgendwie, dann steht da dann, dass sie in ihrer Freizeit sehr gerne, ja doch so ein bisschen Hardware-Krams ist dabei. Irgendwie scheint sie sich damit auszukennen. Da bastelt sie ganz gerne mal an so einem Blödsinn rum. Und ist irgendwie dabei, also interessiert sich zumindest dafür, sowas so ein bisschen in Verbindung mit den anderen irgendwie zu nutzen.
um da ja, das so ein bisschen mit so einer Art Spiel irgendwie zu verdingsen. Auf jeden Fall ist sie da irgendwie mit, um das Ganze mit Olof Dingsbums da hinzukriegen. Oh, bei Orlovka denke ich immer an Orlovski, Kinder. Nee, Orlovka ist eigentlich das Witzige, das heißt Kugelschreiber. Das ist tatsächlich ein serbisches Wort, Orlovka. Sehr gut. Ja. Er hat sein Zeukafiato. Wunderbar, ich wink ihn mal rüber, ne? Also ich heb mal die Hand hier, hallo. Ja, er kommt lächelnd, ein etwas schiefes Lächeln, das scheint aber nicht irgendwie was so sehr emotional zu bedeuten oder wertend zu bedeuten, sondern eher so, wie als wäre seine Mundmotorik etwas sonderbar. Kommt ihr auf euch zugestapft oder eher zugeschaukelt, setzt sich dann zu euch, streckt. Nein, Quatsch, so ein Scheiß. Er kommt zu euch zugestiefelt und umarmt euch erstmal alle. Gestellst wie der Storch. Ja, hi, ich bin Olofka und erwider natürlich die Umarmung. Hallo. Ja. Awkward Hark. Ja, er setzt sich dann, schlürft kurz. Ah, das habe ich jetzt total gebraucht. Was, ein Kaffee zwischendurch? Das kann ich verstehen. Kaffee ist was ganz Tolles. Nee, also Kaffee hatte ich ja die ganze Zeit, man muss ja wach bleiben, auch ein paar Energy Drinks, aber so ein Zeug Caffiato, das schmeckt nochmal ganz anders. Besser als die dunkle Brühe sonst, das stimmt. Ja, es gibt einem wenigstens das Gefühl, dass man irgendwie was anderes trinkt. Während er das so sagt, tippt er dich so leicht an der Schulter an, beziehungsweise berührt so deine Schulter, er ist offenbar einer jeder Menschen, die gern nicht grapschen bei Gesprächen. Ah, ja. Wie immer diesen Körperkontakt suchen, weißt du? Ja. Ey, komm, Jojo stört das bestimmt nicht. Nee, Jojo stört das nicht. Ich frage mich gerade, bei wem er Körperkontakt sucht. Das ist immer die Frage, die ich mir gerade stelle. Immer bei dem er redet. Das wird sich jetzt auch bei dir, das wird sich dann immer, gerade, ich weiß nicht, in dem Mena sitzt, ich bestimme jetzt einfach Billy. Ja, gefickt. Bei dir ist es dann natürlich auch mal irgendwie so der Oberschenkel oder das Knie, nicht in dem irgendwie sexuellen Sinne, sondern einfach dieses, wenn ich mit dir spreche, zeige ich dir auch, dass du angesprochen bist. Aktives Zuhören und ja, aktives Reden, ne? Ja, genau. Aktives Zuhören ist leider was anderes. Nein, ja, ich weiß, dass das was anderes ist, verdammt nochmal. So. Gott, ich würde das so hassen. Ja, das mag nicht jeder. Das mag niemand. Das ist nicht richtig, leider. Ich muss das erfahren, in jedem Fall. Wie es auch normalerweise dann beim Tennisball zurollen halt so läuft, geht's weiter? Also ich freue mich total, dass wir irgendwie auf uns gekommen sind. Wir sind ja nun wirklich nicht die größte Sache, die es da hier gibt. Und wir sind halt ja auch nicht kommerziell. Deswegen ist echt total super, dass ihr da irgendwie an uns herangetreten seid. Ja, man muss ja was zur Community zurückgeben. Also man ist ja auch, man kann ja nicht verlangen, dass man irgendwann von 0 auf 100 loslegt. Und wir sind alle so kind of social Charaktere halt einfach, die gern, ne, also was beitragen. Was ich vergessen habe, man merkt auch, wenn er spricht halt, nicht nur, dass er nicht Russisch als Erstsprache erlernte, sondern dass es offensichtlich ein Linguasoft schon eine bessere, aber es ist eine Linguasoft. Ja, finde ich auch super, dass ihr das irgendwie als Community-Ding betrachtet, weil das ist uns auch total wichtig, dass wir halt nicht irgendwie so Konzern sind, sondern wir sind halt irgendwie Community, so die Gamer-Gemeinschaft, das war unser Ziel. Absolut unser Ding eigentlich. Wir suchen hier nicht nach dem großen Money, sondern ne, es geht eher so Spaß an den Spielen und verwirklichen, was man so im Kopf rumschwirren hat. Ne? Und welches Spielegenre so interessiert ihr euch so am meisten? Also generell denke ich, sind wir so für vieles offen. Ich weiß es nicht. Autorennen. Entschuldigung. Was? Okay, Autorennen. Ja, ist auf jeden Fall immer total Highspeed. Autorennen mit Schießen oder einfach nur Autorennen? Das ist mir eigentlich fast egal. Hauptsache hinters Lenkrad und Gegner und Schießen auch immer geil. Wenn man richtig Action ist, ja, muss man Nervenkitzel spüren. Man muss wirklich vorankommen. Speed. Speed ist es an sich wahre überhaupt. Von wegen, das muss mit Schallgeschwindigkeit vorgehen, sonst ist das nichts. Also da habe ich auf jeden Fall schon was. Wir sind gerade dabei, also ich bin da nicht direkt in dem Projekt drin, aber wir machen gerade zurzeit Dragon Cruise, ist ein bisschen abgedreht, also es ist so in die Richtung halt, du reitest den Drachen, ja, ist echt, die Steuerung müssen wir noch gucken. Wir haben bisher mit AR,
Wir haben es bisher mit AR-Zügeln gelöst und so in die Sporen gehen, aber das ist auf jeden Fall Highspeed. Also das weiß ich nicht, aber Autorennspiele sonst haben wir halt gerade nicht. Aber das mit dem Drachen hört sich schon geil an irgendwo. Das ist irgendwie medieval, das ist irgendwie retro, irgendwie, keine Ahnung. Das muss man so richtig mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, es ist auch, also da legen die Jungs und Mädels auf jeden Fall total viel Wert auf die Engine und auf die Spielmechanik, dass man da einfach wirklich das Gefühl hat, also man spürt irgendwas, es soll so, zumindest so sein, man spürt die Schuppen quasi an den Beinen und du bist einfach mit 1000 km/h unterwegs und auf jeden Fall der Medieval-Faktor, der soll da auf jeden Fall mit drin sein. Ah, das ist richtig toll. Also meine Spezialität ist natürlich oder ist KI, das muss ich dazu sagen. Also den Gegnern richtig Leben einhauchen. Das ist richtig cool. Wir haben zurzeit nur einen, der sich damit ein bisschen auskennt. Und also KI ist was, wo wir immer noch ein bisschen überlegen müssen, wie wir das überhaupt gemanagt kriegen. Das wäre natürlich eine echte Bereicherung. Das wäre wirklich etwas, wo ich gerne mit euch kommunizieren würde. Also wie gesagt, ich kann dich auf jeden Fall mit ein paar Leuten in Kontakt bringen. Also das Problem ist echt so generell, man muss sehen, wie man es managt, weil einfach, also es ist ein bisschen eine blöde Regelung. Ich sehe das auch sehr kritisch. Ein paar andere Leute auch, das weiß ich. Aber es ist einfach so, wir können euch nicht ins Office lassen, also ins Gamers Office. Man hatte da wohl Probleme allgemein bei unseren Freizeitprojekten, dass da Leute irgendwie Daten gestohlen haben und dann andere Konzerne das irgendwie rausgebracht haben als kommerzielles Projekt. Das will man natürlich nicht. Deswegen ist da noch diese Regelung. Aber vielleicht kann man wirklich im Freizeitprojekt irgendwo anders da weiter programmieren. Ja, das geht, das ist kein Problem. Also wenn ihr alle drei damit kein Problem habt, ich denke, wir finden auf jeden Fall was. Wir sind immer froh, wenn sich einfach Leute an uns wenden, die da Spaß dran haben und die uns helfen wollen. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden aussieht, worauf ihr so Bock habt. Ja. Nein, ich bin jetzt gerade nur, wolle gucken, ob Sveti was sagen möchte, aber ich schieß doch mal los. Also wie gesagt, bei mir geht es eher in die Richtung von Physik in der Umgebung, die absolute Abbildung der Wirklichkeit, also jetzt nicht nur den Wind in den Haaren, wie das jetzt mittlerweile bei den AR-Spielen so gang und gäbe ist und halt die Gerüche und so weiter, sondern halt wirklich absolut akkurate Physik auch in abgedrehten Szenarien. Das heißt, wenn man, ne, an einen Weltraum, eine Weltraummission denkt zum Beispiel, dass es da halt einfach keine Schwerkraft gibt oder halt nur geringfügige Schwerkraft, wenn man sich auf Planeten befindet. Das ist so definitiv mein Steckenpferd, wo ich sehr viel Aufwand schon betrieben habe in anderen kleineren Projekten, wo ich mitgearbeitet habe, wo das ganze Game auch eher Indie abgelaufen ist, aber naja, man redet ja nicht über so Sachen. Also wie gesagt, die Idee ist halt eher von meiner Seite her die Physikebene. Mindblown. Das ist richtig cool. Also ich habe versucht jetzt anzufangen. Das ist noch ein bisschen schwierig. Da hat sich noch keiner gefunden. Ich habe total das Story-Konzept im Kopf. So Mirror's World ist zurzeit der Arbeitstitel. Ich wollte halt so eine total krasse, so ein bisschen Alice im Wunderland, aber auch irgendwie freaky, vielleicht ein paar Horrorelemente, wo man einfach sich in einer Art Traumspiegelwelt da irgendwie befindet. Und also da habe ich auch auf jeden Fall ein paar Ideen, was weiß ich, dass sich zum Beispiel einfach mal die Schwerkraft ändert und du irgendwie an der Decke schwebst oder auch plötzlich an irgendeiner Wand und nicht schwebst und da halt quasi läufst und sich einfach, also so wie du es gesagt hast, Weltraum, es soll einfach eine total krasse Spielerfahrung sein. Habe ich auf jeden Fall einen coolen Plot im Kopf, habe echt, wie gesagt, noch keinen gefunden. Das wäre richtig cool. Also es geht mir halt wirklich eher so um das Reality-Feeling über den AR so richtig, die VR so richtig rüberzubringen und dass man halt so richtig, wenn man rauskommt, denkt man wirklich, oh mein Gott, ich wackel noch auf den Beinen und das ist alles, jetzt die Realität ist eigentlich total abstrus in dem Moment, wenn man aus dem Spiel rauskommt. Da habe ich schon so ein paar Projektchen kleine gestartet und dann, na, das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass ich da so, also wie gesagt, meinen bisher erlernten Dingern mit einsteigen könnte. Dazu muss ich sagen, also ich habe versucht, in Seattle, wo wir auch noch mehr Kontakt haben als hier zu LA, wo wir auch ein paar Spiele rausbringen. Also was heißt, wir halt eine andere Abteilung, aber okay, habe ich versucht, Kontakt aufzunehmen mit einem Technomancer. Da gibt's ja auch einen, der richtig in der Spielebranche drin ist. Der hat leider keine Zeit. Der hat gerade ein paar andere Projekte. Das ist wirklich schade, weil ich glaube,
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn Leute mit Technomancern zusammen programmiert haben, dass das sich sehr gut ergänzen kann. Das ist ein bisschen schwierig, sich darauf einzulassen, habe ich so gehört. Ich habe ja, wie gesagt, selbst nicht so viel Ahnung davon, aber das ist halt ein bisschen schade, dass ich die nicht rankriege. Aber bei dem, was du beschrieben hast, bin ich auf jeden Fall, also da bin ich richtig begeistert. Ja, ich habe gehört, dass das Problem halt ist, dass die Leute einfach nicht verstehen, was ein Technomancer da von seiner Seite her oder von ihrer Seite her mit einbringt. Ne? Das ist das Hauptproblem. Und dass man in einem großen Konzern einen Technomancer hat, das ist natürlich eher wahrscheinlich, als dass, wenn man in so einer Hobbyschmiede tatsächlich mal sowas Abstruses wie einen Technomancer finden würde. Ich meine, komm schon. Ganz ehrlich, ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, wie die Konzerne sich aufstellen. Also wir sind, ich weiß nicht, ich will Horizon auch gar nicht so gerne als Konzern bezeichnen. Wir sind halt irgendwie eine Gemeinschaft von Menschen, die was erreichen wollen. Und also bei uns ist ja halt, die meisten sagen, Technomancer und der macht irgendwas Komisches. Es hat natürlich immer gedauert, bis die Programmierer sich da irgendwie reingefunden haben, aber am Ende kamen richtig gute Projekte raus. Also ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, wie man sich auf was einlässt, was so. Lieber GM, ich würde jetzt gerade mal gerne fragen, wie schätze ich jetzt gerade das Gespräch ein? Möchte der mich aussondieren? Ahnt der was? Oder Du hast doch irgendwie Otaku-Politik und Technomancer-Politik, nicht? ja. Horizon ist unheimlich Technomancer-freundlich. Die sind mindestens genauso Technomancer. Nee, die sind noch freundlicher gegenüber Technomancern als Evo. Die haben auch echt ein paar Projekte, wo die einfach mit denen zusammenarbeiten und wo auch wirklich gute Sachen rausgekommen sind. Wo es natürlich immer schwierig war, weil die halt was ganz Komisches machen. Aber die sind halt so dieses, oh wow, das Technomancer sein ist voll die Kompetenz und das wollen wir auf jeden Fall drin haben. Du bist wichtig fürs Team, bla bla bla. Der wirkt einfach so, als wäre er begeistert von diesem Phänomen, weil es sowas total anderes ist, was aber irgendwie cool ist und nicht, der will ich aussondieren, weil der hat keine Ahnung davon. Okay, also von der Menschenkenntnis her sehe ich, dass der jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, was irgendwie den Braten schnüffelt. Sowohl Menschenkenntnis und auch dein Wissen über den Umgang von denen wirkt es auf keinen Fall so, als würde der was schnüffeln. Okay. Ja, also wie gesagt, ich könnte mir halt vorstellen, da vielleicht dann, wenn du da wirklich schon was in die Richtung planst, dann könnte ich da vielleicht wirklich quasi ja mit einsteigen. Muss man halt gucken, weil so zu zweiten ein Game ist natürlich absolut utopisch. Aber ich werde mal gucken, vielleicht haben da ja doch noch ein paar Leute Bock. Naja, Wie sieht's denn in. wenn ihr eine Graphic Engine, einfach eine Standard Graphic Engine drüber schmeißt, dann würde ja die Physik Engine, das Spiel sollte ja auf der Physik Engine basieren und nicht nur jetzt auf Pure Graphics und was weiß ich, Gesplatters. Ja, es wird natürlich trotzdem eine Weile dauern. Ja, du hast schon recht auf jeden Fall, aber da muss man einfach gucken. Übrigens, bei dem du hast schon recht auf jeden Fall, wirkte es so wie, ach so, das kann man machen. Sorry, Sveti, ich habe jetzt, worauf, also was, Ah, ne? was? Na, ich habe jetzt so viel mit den anderen beiden, das tut mir gerade ein bisschen Das leid. ist nicht schlimm. Ich habe interessiert zugehört, was ihr da alles erzählt habt. Und gibt's irgendwas, wofür du dich so richtig Ach so, interessierst? na, was ich bisher am ehesten gemacht habe in dem Bereich war, ehrlich gesagt, Beratung. Also ich bin selber eher so ein bisschen hardwaremäßig unterwegs in allen Formen und Farben und habe bisher diesbezüglich eher Beratung und geguckt, inwiefern lassen sich solche Dinge, die in einem Spiel angeboten werden, also zumindest eher bei zeitgemäßen Spielen, jetzt nicht Spielen, die irgendwie ein Vergangenheitssetting haben oder sowas, aber bei allem, was so ein bisschen zeitgemäßer war, wie lässt sich das umsetzen? Teilweise sogar so ein bisschen bei älterer Technik irgendwie, wie waren das und so weiter und so fort. Das war eigentlich eher so mein Ding. Und teilweise ja, also wenn irgendwelche ziemlich abstrusen Dinge vorgestellt worden sind, habe ich mir halt überlegt, es gibt die Leute, die sich dann vor dieses Spiel stellen und alles runtermachen, weil das ist so unrealistisch und das würde nie funktionieren und bla und was weiß ich nicht was. Und da komme ich ins Spiel, denn ich gucke, geht das oder geht es nicht? Alles klar, okay. Ich weiß gerade gar nicht so richtig, wie wir hardwaremäßig aufgestellt sind, aber klingt auf jeden Fall auch super spannend. Da kenne ich mich, wie gesagt, überhaupt nicht aus. Da müsste ich mal gucken, wenn ihr vielleicht ein bisschen Ahnung habt, aber. Also Hardware ist halt irgendwie eher so nicht nur Technik, halt alles Mögliche, so ein bisschen. Also ich kann mit vielem um. Also zumindest habe ich von vielem Ahnung. Ich kann nicht mit allem um, aber ich habe von vielem Ahnung, sagen wir es mal so. Okay, super. Also,
Also ich kann es nur nochmal sagen, ich bin richtig froh und ich denke die anderen auch, wenn ich denen das erstmal erzähle, dass ihr da irgendwie Bock drauf habt. Ich weiß halt gerade nicht, wie das Zeitfenster aussieht, auch bei den anderen, aber wir können auf jeden Fall, weiß ich nicht, in den nächsten Wochen oder so, in den nächsten Tagen vielleicht schon, muss ich mal gucken. Also ich melde mich auf jeden Fall nochmal bei euch in den nächsten Tagen. Und vielleicht, ja, wie gesagt, diese dämliche Regelung, die Büroräume sind halt ziemlich groß. Also vielleicht, Also ich versuche auf jeden Fall. Ich Edge. Nee, warte mal ab. Ich versuche auf jeden Fall, dass ich euch mal vorstelle in den Offices. Vielleicht schon nächste Woche. Nächste Woche Dienstag. Heute ist Sonntag, ne? Hat man gesagt. Ja. Nächste Woche Dienstag, dass ich euch da auf jeden Fall mal vorstelle. Ich meine, nur für eine Vorstellung, da Oh. guckt ihr ja nichts ab. Das wäre einfach super, wenn ihr das vielleicht nochmal erzählen könntet, so. Krilli, wir haben einen wichtigen Abgabetermin am Dienstag und die Woche danach. Ich weiß, also wir hätten dann nur dann noch Nachtszeit so richtig, also für die ganze Angelegenheit. Ich weiß nicht. Also wenn morgen Abend quasi bei euch irgendwie ein Zeitfenster offen ist und wenn du ja so, also ich habe jetzt das Gefühl, du redest richtig begeistert von was du hörst und ich denke auch, das hat allen Grund an der Stelle. Aber wenn du quasi uns mal vorstellen würdest, dann würde es am besten von uns, ich glaube, ne, Marvin und Sveti stimmen mir dazu, wäre am Morgen doch, glaube ich, noch von unserem Terminkalender her am besten, oder? Prinzipiell, wenn es zufällig passt. Also wir wollen uns nicht die Situation durch die Lappen gehen lassen, klar nicht, aber es wäre halt unheimlich convenient für uns, wenn's klappen würde, ne? Das halt mal so als eine Side-Info für dich quasi, Kiri. Na, sagen wir es mal so. Also, nächste Woche könnte man sich, also ich mir zumindest vielleicht auch ein kleines bisschen was freischaufeln, aber es wäre entspannter, wäre es tatsächlich diese Woche. Also jetzt noch morgen, es wäre echt am entspanntesten. Wo arbeitet ihr eigentlich? Na, wir machen momentan so zu dritt ein Hobbyprojekt mehr oder weniger. Also wir haben da einen Sponsor. Es ist auch nichts Großes oder irgendwas oder was auch jetzt nichts irgendwie mit Spielen direkt zu tun hat, sondern es geht eher um eine Datenbankangelegenheit für einen unserer Kunden. Aber wie gesagt, es ist Also, was für einen Architekten, um's genau zu sein. Wir wollen natürlich aber auch nicht unsere direkten Quellen verraten und der steht auch nicht mit nix in Zusammenhang. Aber für den sind wir gerade ein bisschen im Stress, bis wir mit unseren Sachen hier fertig sind. Also das bringt uns unser täglich Brot ein sozusagen. Die Sachen, das, die wir was wir mal hier mit euch haben. vorhaben, ist quasi unser Hobby. Also Das ist das, unsere worauf wir halt kreative Bock Ader. haben, sagen wir es mal so. Ja, das habe ich schon verstanden. Ihr macht Datenbank, Architektur. Ihr habt quasi ein Kleinunternehmen zu dritt, oder? Ja, wir sind mal von dem Typen auch durch Zufall angesprochen worden und wir sind so, weißt du, so Glücksritter. Wir wissen einfach, was wir können und wir sind gut in dem, was wir machen. Und naja, durch Zufall, wie es halt einfach so will, passiert es halt mal, dass man mit Leuten zusammenkommt und dann unterhält man sich halt jetzt so wie mit dir und dann sieht man, dass man halt viele Überschneidungen hat in der Interesse und mit dem, was man macht. Und dann, hey, dann passt es einfach. Und mit dem war das auch so. Der hat halt gemeint, er braucht unbedingt sowas. Und wir haben gesagt, hey, das ist doch eigentlich ganz einfach. Und er hat gemeint, er findet keinen dafür und jetzt, naja, jetzt machen wir das halt. Das ist ja total krass. Also ich war halt total davon überzeugt, dass Neonet die ganzen Datenbankensachen irgendwie in Moskau so in der Hand hält und dass Kleinunternehmen da echt getilgt sind. Wusste ich gar nicht. Wie heißt denn, habt ihr eine Kleinunternehmen? Wie heißt denn das? Nee, wie gesagt, es ist kein Kleinunternehmen, was wir haben. Wir sind halt drei Freelancer, die halt durch Zufall an das Projekt gekommen sind und wir haben eigentlich schon noch gar keinen Namen uns überlegt, weil wie gesagt, die Idee wäre jetzt eigentlich mal bei euch mit einzusteigen, zu gucken, wie es uns bei euch gefällt, so den ersten Kontakt mit wirklich was Großem zu kriegen und dann zu sagen, ey, Horizon, awesome, das ist genau, was wir wollen. Das ist eigentlich die Idee so und dann sagen wir, weißt du was, wenn der Konzern uns tatsächlich irgendwie noch fest anstellen will, dann ist das natürlich genau das, was wir wollen. Weißt du, das ist also alles so total gemütlich, sag ich mal. Mehr Zustimmendes Nicken. aus der Leidenschaft quasi ein Hobby gemacht, ne? Okay, aber Und da, dann. also ich meine, da müsst ihr ja irgendwie selbstständig sein, also wegen Steuern und allem. Da müsst ihr ja eigentlich irgendwo so euch als Selbstständige eingetragen haben. Da müsst ihr doch irgendwo in einem Verzeichnis stehen, oder? Wo ich euch vielleicht finden könnte. Ja, der Architekt zahlt uns ja nicht dafür. Das ist so ein Freundschaftsdienst quasi. Okay, und wovon lebt ihr da jetzt? Also ich meine, der hat gesagt, das ist ein Sponsor. Naja, man schlägt sich halt so durch, ne? Na, sagen wir es mal so.
jeder von uns hat so seine Einnahmequellen. Ich habe auch meine Einnahmequellen. Es läuft bei mir eher noch über, also sagen wir, direkt eingetragen nicht. Ich lebe teilweise noch von einer kleinen Erbschaft. Ich verdiene nebenbei manchmal so ein bisschen was dazu. Wenn du verstehst. Ja, bei mir sind es die Eltern einfach nur, die mich halt noch über Wasser halten. Reparieren, das ist ein bisschen peinlich. Klar. Das ist also quasi Schwarzarbeit. Ich meine, das kann man ja auch mal so sagen. Ja. Ja, unter uns, ne? Du wirst uns ja nicht verpfeifen jetzt, oder? Oh Gott, nein. Das, ganz ehrlich, das, ich meine, ich kann mich da nicht wirklich reinfühlen. Ich hatte einfach Glück. Aber wenn es so laufen muss, dann muss es so laufen. Aber wenn ihr da wirklich, wenn ihr guckt und ihr habt da Bock drauf, also eine Festanstellung, weiß ich nicht. Ja, jetzt noch nicht. Das ist alles irgendwann mal vielleicht Zukunftsmusik. Also Ich werde mich da auf jeden Fall mal umhören, wie es gerade so aussieht und dann auch in den nächsten Wochen vielleicht mal was anstoßen. Sein Blick ruht dabei auf Foxy. Ich habe das Gefühl, ihr würdet vermutlich auch ganz gut reinpassen, so ins Team oder auch in andere Teams. Da lässt sich bestimmt was machen. Also da muss man einfach sehen, aber ich kann verstehen, dass ihr da so insgesamt interessiert seid, weil es ist echt eine super Arbeitsatmosphäre bei uns. Ja, den Eindruck hat man auch von dir. Du bist so relaxed und so lockerer Typ und es ist so easygoing mit dir zu sprechen jetzt auch. Also ich glaube schon, dass da Zukunft definitiv vielversprechend ist. Ja, man muss natürlich dazu sagen, es ist viel Arbeit, das ist auch dann das Hobby-Ding noch drauf, es ist auch viel Arbeit, wir haben da zwar wöchentlich Zeit, da was zu realisieren, es ist natürlich schon sehr fordernd, aber ich habe hier halt das Gefühl, nicht ausgenutzt zu werden, das ist, glaube ich, irgendwie sehr wichtig. Na, arbeitsscheues Gesindel sind wir nicht, würde ich jetzt mal sagen, und guck so alle drei in die Runde und lächel. Nee, dafür ist mein Terminplan sagen. Zu voll. Das wollte ich auch komplett. Nee. Aber, ich verstehe auch deine Bedenken dabei. Ich meine, jetzt kommen einfach drei dahergelaufen und machen dich so quasi von der Seite an. Aber ja, ich habe da überhaupt keine Bedenken. Das ist, ich war wirklich sehr, sehr begeistert. Ich fand das super, dass jemand auf uns zugekommen ist. Na, wie gesagt, es gibt halt noch manche Menschen, die einfach das Herz am rechten Fleck haben und einfach verstehen, wo die Leidenschaft liegen und nicht nur nehmen. Das ist zwar in unserer Gesellschaft leider Gottes so das Hauptproblem, aber naja. Es ist auch einfach so halt irgendwie, ich finde es super, wenn die Gamers-Community da irgendwie sich halt auch selbst einschaltet und selbst in den Prozess mit einbringt, einfach weil man dann nicht diese ganzen Casual-Spiele hat oder irgendwelche Spiele, die halt immer gleich sind, sondern auch mal was Neues machen kann. Ja, da sind wir total auf einer Wellenlänge. Ja, cool, auf jeden Fall. Okay, ihr habt gesagt, morgen... Ah ja, wenn du es halt irgendwie in deinen Terminkalender, ich denke, du hast ja auch Stress, ne? Ja, wann denn? Ihr habt gesagt, morgen Abend, habt ihr irgendeine Zeit? Eher später. Also ich sag mal, wann wäre es denn bei dir, bei euch, wie auch immer, am besten? Naja, morgen 16 Uhr sind irgendwie 15 Leute von uns da. Spät. Man sicherlich abends. Am besten spät abends, weil irgendwie wir fangen alle ein bisschen, also ich zumindest fange erst ein bisschen später an. Ich meine, ich bin eigentlich ein Nachtmensch. Sieht man ja, wir sind immer noch da und sind immer noch wach. Bisschen später, also ich zumindest fange meistens ein bisschen später an zu arbeiten und arbeite dann eher nachts. Nachts habe ich eine kreative Schaffensphase, also zumindest bisher immer gehabt. Geht dir das nicht so? Das kommt ein bisschen drauf an. Also ich habe nicht so den Tag-Nacht-Rhythmus, das verschiebt sich immer ein bisschen. Ach so. Na, wenn du so im Flow drin bist, irgendwie, ich weiß auch nicht, so abends ab 10 geht's bei mir meistens erst richtig los. Aber, keine Ahnung. War auch nur eine Idee. Warte mal kurz. Was Outgame und hier ist der kritische Patzer, Leute. Pass auf. Ihr habt gesagt 16 Uhr. Ist schlecht. Ja. Die meisten werden morgen vermutlich, ich guck gerade nach, nee, im Kalender sieht's auf jeden Fall so aus. Ja, wisst ihr was, wir machen das folgendermaßen. Wie sieht's denn 22 Uhr aus? Klingt gut. Pass auf, er beugt sich ein bisschen vor. 22 Uhr, ich wäre halt alleine da, die anderen sind definitiv nicht mehr da, aber ich fände es einfach cool, das werde ich den anderen definitiv nicht sagen, sein Blick ruht wieder kurz auf Sibylle.
Das werde ich den anderen nicht sagen, aber ich würde sagen, ich hole euch einfach mal ins Office, scheiß auf die Regeln und ja, dann guckt ihr euch vielleicht erstmal an, was wir bisher gemacht haben, wo unsere Projekte sind. Ihr guckt euch die Hardware vielleicht mal an, gerade Sveti, und dann machen wir uns damit vielleicht noch ein bisschen vertraut. Und dann gucken wir weiter. Ich meine, das ist jetzt kurzfristig morgen, das passt super. Das muss niemand erfahren und dann gucken wir vielleicht später, dass ihr nochmal das Team irgendwann kennenlernt. Okay, Das wäre klingt super. klingt super. Dann morgen halt 22 Uhr. Ich nehme an, ihr wisst, kleine Verspätungen oder kleine Verfrühungen sind schick. Nein, aber so gegen 22 Uhr geht ihr einfach unten beim Pförtner oder bei der Pförtnerin, weiß ich gerade gar nicht, wer da unten ist, geht ihr hin und sagt, dass ihr zu Synergistic Games wollt und da einen Termin habt, dann werdet ihr durchgestellt und dann könnt ihr einfach rein. Okay, voll Ach, gut. super, Weißt du Mensch. was? Ich glaube, das wird super laufen. Du wirst voll Ja, cool. ich danke. Ich bin auch richtig, also ich finde es, wie gesagt, richtig cool, dass ihr da euch gemeldet habt. Aber eins, Ha? es gibt unten so einen Zollkaufautomaten. Wenn ihr dann wieder geht, wird der Pförtner quasi, muss ich den Pförtner oder die Pförtnerin informieren. Und wenn ihr euch unten in Zollkraft zieht, kann es sein, dass sie halt rumnervt, weil ihr habt irgendwie eine relativ spezifische Zeit, irgendwie so 10 Minuten, wo wieder raus sein müsst. Und sonst nervt die halt. Das wäre super, wenn ihr euch da beim Gehen keinen Zollkraft mehr holt, weil die dann echt oben anruft. Okay. Versteht ihr, was ich meine? Ja, klar, kein Problem. Ja, super. Dann würde ich sagen, ich bin jetzt auch ein bisschen müde. Ich pack's jetzt und ich freue mich auf jeden Fall auf morgen. Gut, alles klar, wir Jo, sehen uns so. dann Bis morgen. dann. Wenn ihr schon irgendwas KI-mäßiges oder Physik-mäßiges habt, könnt ihr es natürlich gerne mitbringen, irgendwelche Programmiersachen, die ihr schon habt. Oh, da habe ich was. Alles klar, cool. Dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen. Ich freue mich. Er umarmt euch alle nochmal. Oh, yay. Ach, so ein angedeutetes Küsschen gibt's auch noch links und rechts, ne? Natürlich. Er wird herzhaft umarmt von Jojo. Gut, und dann geht er. Ach Und so. der Typ ist auf jeden Fall Next Level. War das jetzt wirklich der kritische Batzer von ihm? Wahrscheinlich Ich dann, glaube, ich also war. gegen, ne, gegen mich gewürfelt hat mit meinen zwei Erfolgen nur. Auf Vermutlich. Con. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, die Frage, jetzt wird es natürlich lustig, von wegen 10 Minuten hast du nicht gesehen, bla. Okay, er hat uns jetzt natürlich da eine kleine Steilvorlage gegeben, von wegen, ja, wir haben uns doch noch einen Sollkraft geholt, Entschuldigung, tut mir leid und hast nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall war es ein guter Run jetzt bis dahin im Allzeichen. Das war gut. Boah. Das lief ja hervorragend, auch mit unserem Fachgesimpel-Scheiß. Total Klischees abgerodet hier. Schlimmes ist, man kommt Wunderbar. da wirklich halt drauf. Nee, es ist ja für Sibylle geht alles. Das Problem ist nur, dass keiner meine Sourcen verstehen wird, aber anscheinend wird der Typ sowieso nicht meine Sourcen verstehen in irgendwelchen. So, also Glaube das ich. heißt jetzt, ich werde mir jetzt, der Plan für mich sieht jetzt so aus, zu Hause hinsetzen, die Nacht durchmachen bis abends und nochmal Source Code schreiben. Abnehmende Mal, Probe. den musst du am Ende nur noch sagen, von wegen, das ist eine komplett andere Programmiersprache, von wegen, die kennst du gar nicht. Ach, wie, du kennst die Sprache nicht? Naja, also es tut mir leid, aber das ist halt, ne, Die ist State of super the Art. effizient. Ja, genau, das State of the Art super effizient für virtuelle Realitäten, hast du nicht gesehen. Ja, ich meine, die, ne, die Physik Für in einer Physics. anderen Dimension und alles, das. Hey. Wibi! Wippe. Ja! Ha Hase, Hase, Hase. Hase, wie geht's dir denn? Oh, mir geht's gut. Ist doch Geht's dir auch super. gut? Mensch, Hase, mir geht's supi. Oh, das ist schön. Es ist super. Ja, alles ist Scheiße. super. Leck mich am Arsch jetzt hier. Ja, ne, lief doch. Hat er gemeint, der kritische Patzer war sein Patzer, als er gegen meine Überredenprobe gewürfelt hat? Ja, klar. Oh, fucking ja. Oh, sweet Lord, thank you so much. Vor allem habe ich dem sogar einen Bonuswürfel gegeben, weil die anderen beiden in ihrer Gebräuche nicht ganz so geilon waren. Und was passiert? Ne, ich hatte Angst, ne, weil du gesagt hast hier, die Bini, die kriegt heute noch eins in die Fresse. Dann hatte ich schon einen am Tee und war total scared. Nur wenn sich die Situation ergibt, doch nicht Ach einfach so. roh. Weiß ja nicht, vielleicht hat er ja nicht nur einen Tick, dass er Leute antatscht, sondern das schlägt auch manchmal zu. Ne, da gab's Frauen, doch. die musst du nicht schlagen. Da reicht in die Ecke schuppen. Da in der Ecke schuppen hier die Sau.
Aber ich dachte jetzt so an den Typen bei Arabella Kiesbauer, mit der ja dem einfach Strom. Och, nicht schon wieder Stroh. Ich bringe sowas immer an, wenn ich kann. Na gut. Ist egal, wie abgedroschen es ist. Ich finde es dann immer noch lustig. Also, Ich war Hase. Hase? Ja. Es ist Hase. So witzig, Hase. Ja. Oh mein Gott. Häschen. Ich glaube, wir haben gerade irgendwie einen Punkt überschritten. Ihr habt die Drogen. Ich glaube, wir haben definitiv einen Punkt überschritten. Ach Quatsch. Hörst du, Hase? Pass auf. Was denn? Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen Schluss hier jetzt. Also wir fahren heim. Ach ja, da war oder, was. Oder sollen wir zurück zum Ausguck laufen? Und dann das wäre schon nett, damit ich meine Drohne wieder abholen kann. Ja klar, nee, das ist sowieso. Aber ich meine, lass sie doch herkommen. Oder so. Aber zurück zum Ausguck laufen, nochmal schauen, was abgeht. Ja. Aber ich glaube, wir haben einen perfekten Entry now. Ja, wir müssen uns jetzt nur noch überlegen, wie wir das machen, dass wir noch nach oben kommen, weil wir ja innerhalb von 10 Minuten wieder rauskommen müssen. Soy-Kaffee! Soy-Kaffee, ja! Wir holen Soy-Kaffee! Billy? Ja? Hast du mir was in den Kaffee getan? Nein, ich habe nichts in den Kaffee. Nein, ich habe alles noch bei mir. Hast du dir selbst was in den Kaffee getan? Nein. Bist du dir sicher, dass du dir nichts in den Kaffee getan hast? Dann haben wir nichts im Kaffee. Wir haben nichts im Kaffee. Hase, aber es wäre lustig, wenn wir es noch machen würden. Nein, Hase, heute machen wir nichts mehr in den Kaffee. Ja, wieso denn nicht? Nein, pass auf, ich habe nämlich noch folgende Idee, warum ich das jetzt angesprochen habe. Denn ich wollte eigentlich jetzt dann quasi sogar noch was vorbereiten. Hä? Was schmeckt er ganz komisch. der Esel schreibt gerade, dass... er schmeckt ganz Kaffee... normal. Ah ja, ganz normal. Komisch. Komisch, warum habe ich jetzt komisch gelesen? Das musste weil du es lesen wolltest. Weil dein Hirn es wollte. Erwartungshaltung, die ich vorhin schön programmiert habe. Ja, das ist wie die Duldungsstarre quasi. Ja, was ich vorbereiten wollte für den morgigen Abend dann quasi, würde sich Sibylle gerne zurückziehen in ihr Eingemachtes und anfangen, an einer Physik-Engine zu basteln. So. Quasi, damit sie morgen was mitbringen kann und schon mal was zeigen kann im Unterhaltungsgespräch. Mach mal bitte Software und Logik. Oh Mann, ich muss mich bewegen hier, ich lieg doch auf dem Bett. Pass auf, Schätzelein. Mach mal. Ich kann's auch für dich würfeln, aber dann kommt definitiv wieder ein Patzer raus. Software, ich beweg mich ja schon, ist ja nicht so. Wo ist meine Software? Moment, hier. 4 und Logik, 4, 8. Abnehmende Probe? Nee, ist nur eine Probe. Komm schon, Baby, Papa braucht mal neue Schuhe. Oh, scheiße. Ich möchte das, darf ich das jetzt aber etchen? Natürlich darfst du das etchen. Darf ich etchen? Okay, dann etche ich das wie jetzt. Wie viele Edge hast du dir gekauft insgesamt? Ich hatte mir ursprünglich 3 gekauft. 3 hattest du? Hast du jetzt noch 1? Moment, Nebel, ich hab... 2? Moment, wieso habe ich nur noch 1? Na, du hast irgendwann schon mal 1 ausgegeben. Nee, nicht in dieser Episode. Definiere Episode. Entschuldige bitte, Abend. Schätzelein. Na, Edge regeneriert sich ja nicht pro Abend. Genau, wir hatten aber, wo das mit dem Bullen angefangen haben, haben wir gesagt, Chapter Ende. Ach so, stimmt, okay, und, dann und hast dann du bald noch 1 Edge. Nee, 2. Ich hatte jetzt nur 1 ausgegeben, weil als ach so, ich Edge... Ach du hast 3 gekauft, ne, hab ich doch gewusst. Genau. Ich sag doch gar nichts anderes, hallo? Alter, mach mich doch nicht hibbelig hier. Ich mache dich hibbelig, wie ich will. Hase. Als den Mund beim Sprechen aufregen habe. Mach mich doch nicht hibbelig, Mensch. Ich also, hätte eigentlich ein Stigmatismus, was ihr ja macht. Weil da gibt es nämlich verschiedene Arten von Stigmatismus. Oh scheiße, Mann. Der war gut. Da gibt es den Stigmatismus mit der Zunge zwischen den Zähnen, aber dann gibt es auch den Stigmatismus mit dem Mundschutz. Ja, das ist auch, wenn ich hinten die Zunge hinnehme. Aber das wollte ich eigentlich nicht machen. Das ist auch immer so anstrengend zu sprechen. Ich stell mir auch eher vor, dass ein Hase eher nicht so spricht, sondern eher den Hase so spricht. Also darf ich jetzt nochmal meine ganzen Würfel rollen? Natürlich. Ohne Scheiß. Ich habe gerade ein kleines Problem. Ich habe mir, glaube ich, ein kleines bisschen Pipi in die Hose gemacht eben. Sag's okay. Ich bin nicht rauchen. Leck mich am Arschloch. Hier kommt doch alle nicht zurecht. Nee, du mal nicht.
Wir haben noch nicht mal 23 Uhr, Jungs. Ja, ich so recht komme. Jetzt kann ich nur noch ganz fest sprechen, ihr Schweine. Was? Ganz fest? Ganz fest. Ach so, ganz fest. Scheiße, wo bin ich hier gelandet, Mann? Er kann nur noch ganz fest sprechen. Mit der Fistelstimme. Also, Fistelstimme, ernsthaft. Fistelstimmen sind geil. Ist wie aus dem Ei gepellte Fistelstimme. Kann ja, ich ganz, der Ruppet, ne? Ja, ganz ja. Fist fand ich ehrlich gesagt. Also egal. So, du wolltest so, was würfeln. Verdammt. Du wolltest etchen. Scheiße hier, Dreck, Arsch, Kacke. Ich hab Tourette-Syndrom. Etch mal. So, ich etch jetzt. Ich darf nochmal alles rollen. Richtig, Esel? Sichi. Gib Gas. Sichi. Ich hab 2 Erfolge. Habe! Du 2 Erfolge! Du kennst dich damit aus, ich nicht. Was macht jetzt die Physik Engine so? Also du musst dir das so vorstellen. Im Endeffekt ist es eine Beschreibung im Raum XYZ-Koordinaten. Das heißt also, dass du unter gewissen Umständen eine Gravitation simulierst. Alles klar. Und Gravitation, das ist jetzt, Reibung und. Ja, richtig. Friction, genau, Reibung von Körpern aneinander, Erektionen. Auch zum Beispiel Flugbahnen von Kondom und so und Sperma. Richtig, Sperma, vor allem wenn du 8 Liter rausschießt. Dann ist es ganz wichtig, dass du. Siehst du, und hier komme ich ins Spiel. 8 Liter gehen nicht. Verdammt, das kam komisch mit dir. Jawohl, und hier komme ich ins Spiel, oder? Hast du meinen Sack schon mal gesehen? Dein also, noch nicht, nee. Siehst du? Ich muss immer hier, ist komplett, mein Schlafzimmer ist immer gefliest, ne? Standard. Ja, ja, es ist ganz normal. Jeder hat Flecken an den Wänden. Nee, das, wir waschen das immer mit einem Kärcher Hochdruckreiniger runter. Ach so. Das klebt so schön. Also, wie gesagt, das wird eher in die Richtung gehen. Ich baue ein Modell von einem 3D-Raum. Es macht so Spaß, in der mit den Händen darauf rumzupatschen. Überbrich den doch nicht. Ist doch kein Problem. Wenn es ums Patschen in Sperma mit den Händen geht und daran Spaß hat, dann lass ich dir das machen. Egal. So, Flummi. Ich hab's rausgebracht. Du, ich hätte es nicht gemerkt. Gut. Wir werden das benutzen. Das wäre viel zu schade, wenn wir das nicht benutzen. Sorry, dude, aber das bringt nichts. Doch. Wir machen da eine extra Sonder-Special-Serie. Wenn gerade einer im Urlaub ist und wir keine Wochenfolge rausbringen können, dann kommt eine von dann denen. Dann kommt so ein schon. Take-Off-Ding. Der größte Scheiß, den wir gelabert haben. Das ist dann das Weihnachts-Special. How everything. Völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Das geht schon. Klar. How everything started. Wir machen dann ein Weihnachtsspecial, wo wir zusammen Plätzchen backen und dann sitzen und dann sagen wir so, das ist jetzt kommt jetzt eine Geschichte, wo folgende Situation. Oh Gott, ist meine Katze dumm. Aber wieder mal weiter. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie saudumm das Vieh ist, aber egal. Also, dann kommt eine Special-Geschichte, wo wir kurz erzählen, was bis dahin geschah. Und dann steigen wir quasi in den Podcast ein und lassen uns nochmal Revue passieren, was wir für einen Scheiß verzapft haben. So machen wir das. Wir wollten weitermachen. Richtig. Ich will eigentlich heute damit fertig werden. Was, mit dem Einbruch? Ja. Okay, gut, dann machen wir weiter. Dann können wir nächste Woche aufnehmen. Okay. Also, richtig offiziell meine ich. Also weiter, Esel. Ich programmiere quasi. Ja, du hast das programmiert. Die Qualität, ja, sind halt 2 Erfolge, ne? Schon okay. Ja, ich meine, das dauert ja auch eine ganze Weile. Du warst den ganzen Tag auf dem Bein. Irgendwann muss man ja auch mal ins Bett gehen. Macht sie sowas nicht so oder so im Schlaf? Siehe Charakterstory, ja, ich habe sie gelesen. Ja, aber nicht gezielt. Ja, als ob der Technomancer jemals irgendwas gezielt macht. Okay, Scherz. Nee, du machst was, du programmierst da die ballistische Flugbahn des 8 Liter Sperma-Trolls. Ist ein Cyber-Zombie, versteht sich. Dann wird man irgendwann müde, man muss schon spät und es ist schon eine ziemlich gute Engine, gerade dafür, dass du dir halt irgendwie, was weiß ich, 2-3 Stunden Zeit genommen hast, ist das ein super Ding. Okay, perfekt. Das ist auch genauso, wie ich es ihm morgen präsentieren werde, dass ich das gerade mal gestern Abend für ihn noch zusammengezimmert habe, einfach mal um zu zeigen, was es so an Qualitäten gibt. Gut. Die anderen noch irgendwas Spezielles, sonst können wir genau so weit springen, wie ihr wollt. Nö, nichts Spezielles mehr. Ich muss ja zum Glück für morgen nichts vorbereiten. Stefan wird höchstens ein bisschen, wird sich ein Pilotprogramm schnappen, was er so schon mal irgendjemandem zeigen wollte. Und wird das nochmal aufhübschen in den 10 Stunden, die er Zeit hat. Und ja. Von dir bitte auch nochmal eine Probe, einfach, ne? Ja, warte. Software plus bla. Plus Logik. Ist doch bla.
Bei Orks ist Logik bla. Gut. Gott, habe ich keine Ahnung, wo meine Werte stehen. Ich muss mit dem Charakter, mit dem Charakterblatt noch klarkommen. Du hast, glaube ich, Logik 4 und Software 2. Vergiss deine Spezialisierung. Und eine Spezialisierung auf Pilotprogramme oder sowas. Also nochmal 2, also 4. Also 4 plus 4 sind 8. Das geht besser. Das ist echt gegen uns, oder? Dieses blöde Ding. Im Moment ist doch egal, wenn ich immer nur Patzer würfel. Ja, wunderbar, dann ist es ja auch gegen dich. Nein, ich würfel. Er würfelt ja mit seinen Würfeln. Wenn ich das ist auch gegen ihn. Würfeln würde, dann sähe die aber alt aus. Okay, alles klar. Du programmierst eine KI für, Ja, ich hüpfe schon mal eine auf, die ich bereits programmiert habe, also. Mit einem speziellen Zweck oder einfach nur nochmal verbessern? Verbessern. Ist eine Drohnen-KI, mehr oder weniger. Also eine, die er so irgendwo eingebaut hätte. Halt zum Vorzeigen, zum Zeigen prinzipiell. Okay. Aber also es ist jetzt keine Game-KI oder sowas, sondern es ist eine, in Anführungsstrichen, normale Drohnen-KI. Sprich, ein Pilotprogramm halt, ne? Ist ja eine KI. Quasi. Alles klar. Er macht am nächsten Tag noch Macht, dann. SOS, sammeln, Bad ordnen, Plan. Sprechen. Sammeln, ordnen, sprechen. Badplan. Damit wir das heute noch fertig kriegen. Ihr macht am nächsten Tag noch ein bisschen was, das ist vollkommen easy peasy. Was jetzt natürlich wichtig wäre, ist in der Richtung, wie zieht ihr euch an und was nehmt ihr mit? Ich meine, der Plan steht ja bei euch so halb, oder? Genau. Ja. Naja, was mitnehmen? Hardware-Kit und so ein Scheiß halt, weil ich meine, ich soll mich da um die Hardware kümmern. Dafür bin ich da. Moment, ich muss mal gucken, was ich sonst noch so mitnehme. Macht ihr mal weiter. Genau, was ich mitnehmen würde, ist, da ja schon mehr oder weniger grob angesagt wurde, dass ich unter Umständen eine Wache ausschalten muss, würde ich auch meine Waffe mitnehmen. Allerdings muss ich gucken, wie wir die da hochkriegen. Es hat unten keine, das habt ihr ja beobachtet eine Weile, von der Frau fand keine Überprüfung bezüglich Waffen statt. Okay, cool. Geht wohl niemand davon aus, dass da eine Horde waffenstarrender Leute da reinkommt. Ich habe sogar so aus Prinzip nur Gelmuni dabei, also ist nicht so, als ob. Und die ist auch dann entsprechend damit geladen. Wird natürlich dann hinten irgendwo eingesteckt, das Dingen. Die Waffe, die Ares. Ja, ansonsten, ich denke mal, das Kontrolldeck werde ich nicht mitnehmen können. Dazu muss ich noch kurz was sagen, das hatte ich vergessen. Es ist ja so, im Regelwerk steht Folgendes. Ein Hacking-Deck, was übelst geil und ist, soll so groß sein wie ein kleines Tablet heutzutage. Und die Rigger-Konsole, die nicht halb so geil und ist, ist so groß wie ein Koffer oder was. Ihr wollt mich also verarschen, die ist genauso groß. Also wie so ein kleines Tablet, das kann man durchaus mitschleppen. Das wäre richtig geil. Du bist lachend, so in etwa habe ich es mir auch so vorgestellt, dass das Tablet halt so ist wie, oder auch mit den Kontrollen, mit so, wie man sie halt von Tablet-Spielen im Moment heutzutage kennt. Und das Ding ist ja eh selbst zusammengebaut, ne? Genau. Gut. Ja, beziehungsweise dann kann ich das eigentlich doch mitnehmen, weil das sieht ja nicht aus wie irgendwie was Normales. Und hab sogar eine Lizenz dafür, aber pff, who cares? Braucht keiner. Genau. Ich nehme mein Deck mit, prinzipieller Art natürlich, zum Vorführen und Zeigen und hast nicht gesehen. Wo natürlich auch meine Drohnen zum Vorführen zeigen, hast du nicht gesehen? Auch die große? Nee. Ich wollte gerade sagen, ich hab ja drei Drohnen in Anführungsstrichen. Mein Auto, das ich wahrscheinlich nicht mitnehme, und die zwei, aber die Nissan Roto Drohne ist doch nicht so riesig, oder? Doch, ist relativ groß. Ich hab gerade ungefähr zum... Du bist nachgedacht, weniger Panzerung als das Flying Eye. Ja, aber die ist ungefähr ein Bierkasten groß, vielleicht noch ein bisschen größer. Ja, nee, dann nur das Flying Eye, dann nehme ich nur das Flying Eye mit. Gut. Ja, anziehen, so wie jetzt auch, das heißt, etwas gehoben, das ist das falsche Wort, aber der Typ sei ja jetzt auch nicht aus, als wäre irgendwie aus der Gosse gekommen und so versucht Steffen dann auch auszusehen. Sprich, normal. Ja. Nee, okay, mach. Entschuldigung. Mach. Nee, mach jetzt. Nee, ist okay, ich will das gar nicht. Also Jojo sieht ähnlich aus wie jetzt, eher ein bisschen unauffälliger. Schminkt sich vielleicht sogar noch ein bisschen so, dass, naja, ich meine, gut, sie ist auffällig genug, aber ja, so
so ein kleines bisschen Züge verändern mäßig halt, weißt du, so dass man nicht auf den ersten, sondern vielleicht auf den zweiten Blick, obwohl man die sowieso sofort erkennt, ist eigentlich Wurst, aber egal. Das weiß sie ja nicht. Nee, das weiß sie ja nicht. Was sie wohl, also nebst des Hardware-Kittes noch dringend mitnehmen muss, sind Dietriche, aber die kann man vielleicht irgendwie in einem Hardware-Kit möglichst unterbringen, dass man sie nicht direkt sieht. Ihr wisst, dass da alles mit Max-Schlössern ist, das hat sie euch gesagt. Achso, ja gut, wenn alles mit Max-Schlössern ist, brauchst du nur das Hardware-Kit. Und dann brauchst du noch irgendwas, um den Wachmann im Zweifel noch irgendwie zu dingsten. Vergangene Nacht hast du deine schwere Pistole mit, ne? Stimmt, dann kann ich die ja jetzt wieder mitnehmen. Gelmuni for the win. Umbringen werde ich da niemanden. Ja, ansonsten habe ich nicht viel, was ich mitnehmen kann, glaube ich. Also, ich guck gerade, nö. Ansonsten habe ich das Jojo, das hat sie aber immer dabei. Das ist klar, ja. Ja, aber sonst hat sie nicht viel, was sie mitnehmen kann. Wie gesagt, kleidungsmäßig ähnlich wie heute, eher unauffällig, anders als ihr anderer Stil. Sie bildet sich zumindest ein, dass sie irgendwie sonst nichts, ne? Und der RFID-Löscher kommt irgendwo versteckt ins Auto. Alles klar. Mehr hat sie jetzt auch gar nicht, was sie mitnehmen kann. Die hat erst über irgendwie einen Störsender, aber da komme ich jetzt sowieso nicht dran. Da habe ich jetzt auch nicht das Geld für. Nee. Nö, zu teuer. Gut, passt. Das war's. Tschüssi. Ja, Sibylle ist auch wieder im eleganten Dress. Allerdings wird sie dann für den Abend die Haare öffnen und etwas mehr Make-up auflegen als zuvor, weil zuvor ja gar kein Make-up, diesmal wenigstens ein bisschen Mascara. Die Nägel allerdings nicht überdimensional, wie sonst ihr Stil eigentlich ist, gestaltet, aber doch definitiv mehr feminin. Der Sport-BH wird dieses Mal weggelassen. Kann passieren. Damit man auch definitiv einen besseren Sakko-Ausschnitt hat. Und mitbringen wird sie definitiv ihre Humili. Ne? Ihre was? Humili? Ihre Knarre. Ah. Ach, da, ja, klar. Ne? Muss sie auch dabei haben. Ah, die einzige ohne Lizenz für ihre Waffe. Mm. Hammerli. Ich habe keine Lizenz für meine Waffe. Okay, wenn du das sagst, SL. Hab gerade nachgeguckt, hast du nicht. Okay. Sollte ich mir meine Lizenz zunächst besorgen? Na gut, okay. Und ansonsten wird sie Data-Chips mitnehmen, weil sie ja die sowieso schon braucht für ihr Gedöns, also sprich für den, um die Software mitzubringen. Und hat ihre Earbuds dabei, sowie die Kontaktlinsen drin. Und ein Comlink mit Universalkabel. Auf jeden Fall, sowieso. Das hatte ich ja noch gesagt, dass ich das kaufen gehe. Du kannst ja gerne die Aufnahme zurückspulen. Und das werde ich auch dann tun. Ja, machst du doch. Kriege ich halt kein Karma mehr. Kriege ich ja eh nicht. Kriege ich eh nie. Ja, muss aber gut sein. Warum spiele ich eigentlich mit dir? Ich kannst nur mein Karma ja, haben. Kann ich dein Karma? Ich krieg dein Karma? Nein, das ist nicht dasselbe. Das ist dann deins und dann nicht meins. Nein, also wie gesagt, natürlich wird sich Sibylle, danke fürs Erinnern, lieber Spielleiter, du bist der Beste, wird sie sich umgehend darum kümmern, dass sie ein Universalkabel dabei hat. Ja, Universalkabel, ne? Hast bei gesehen, bei Jojo liegen 5 davon rum. Ne? Wunderbar, also sie schreibt an Jojo eine Nachricht. Bitte, 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 liebe Jojo, bring mir doch ein Universalkabel mit. So, komm zurück. Welche Farbe hättest du denn gerne? Lila blassblau. Gut. Danke. Lavendel. Nein, lila blassblau. Das ist nicht okay. Lavendel. Und dann, ja. Ich brauche eigentlich keins. Das ist das Lustige an der Sache. Also, ich habe ja eins hinten im Nacken. Ja, ich wollte bloß nicht so, dass, weißt du, jetzt kriegt es alles okay. Von Jojo. Nee, nee. Gut. Ihr habt alles. Ja. Ihr macht euch dann zu gegebener Zeit auf den Wege. Richtig. Ja. So ist wieder halt. Mit Jojos Auto, denke ich mal. Ja, es wird irgendwie 1-2 Straßen entfernt abgestellt, falls möglich. In Richtung eurer gewünschten Fluchtroute oder woanders? Ja, in Richtung unserer gewünschten Fluchtroute. Oh, ihr habt so ein Schwein, dass ihr genau da den perfekten Platz findet. Boah, habt ihr also unglaublich. Kabam! Okay, vielleicht war es nicht direkt Schwein, sondern einfach Steppis sich auskennen in der verfickten Stadt, gerade mit Fahrzeug. Aber okay, ihr habt Schwein. Wir haben Steppi, das Schwein. Könntest du bitte kurz grunzen? Nicht du. Ach so. Wer, ich? Nee. Nee, Quinny. Quinny, einmal grunzen. Was? Bitte. Du musst grunzen. Sehr schön. Okay, ihr stellt euer Fahrzeug ab, ihr steigt aus. Ja. Wir marschieren in Richtung des Gebäudes.
Ja, die gute Edita Rabjov steht wieder vor der Tür und wirkt genau wie gestern. Aggressiv, reizbar und sie greift gerade in ihre Innentasche, um sich was zu genehmigen. Ja, wir warten genau so lange, bis sie sich genehmigt hat. Sie schluckt, sie steckt zurück. Davon ausgehend, dass sie jetzt ein bisschen weniger gereizt ist. Oder hoffend zumindest. Dann gehen wir jetzt zu ihr hin. Vielleicht sollte Sibylle das machen. Jojo. Leute, die genervt sind, reagieren immer noch genervt auf Jojo. Ja, guten Abend, die Dame. Hallo. Mhm. Wir haben einen Termin mit Synergetics. Der Name des Herrn ist Kirill Titov. Entschuldigung, ja. Ja, wir wurden informiert, wir möchten uns bitte beim Empfang bei Ihnen melden. Sie macht so eine wedelnde Handbewegung nach dem Motto und weiter. Oder sie erwartet zumindest irgendwas. Sie wünschen? Ja, kann ich vielleicht bitte mal die Namen und die Sins bekommen? So. Entschuldigung. Das die will Sins haben? Die kann die doch eh nicht abrufen. Fuck! Ja, wie ich bereits gesagt habe, Marvin ist der Name meiner Sin, also gebe ich meine Sin. Olofka. Sin. Du hast keine Sin mit dem Namen Olofka. Das ist aber doof. Dein Name ist... Ach, den hast du dir nicht aufgeschrieben für die Sin, schade. Also ihr gebt eure Sins oder wollt ihr jetzt was machen? Also ich meine, Marvin hat's ja schon gegeben, ist ein guter. Ah, ich gebe nicht meine richtige Sin. Na. Na, du hast bloß eine. Ach so. Jojo steht da, oh Mann, soll das jetzt hier wirklich mit so viel Trara und Theater losgehen? Das ist die verfickte Standardprozedur. Er hat mir gerade das okay gegeben, aber ich brauche die Sin und ich brauche etwaige Lizenzen für Waffen. Na. Na toll. Horizon People, können Sie sich einmal sowas vorher sagen? Jojo muss ja jetzt ihre richtige Sin geben. Welche richtige? Hast du ja, die gefälschte. Na, welche hat sie da? Nicht. Nadja heißt sie da. Ja, sie hat nur eine. Ja, easy, habe ich doch alles gewusst. Ja. Und was macht Billy? Wir wurden nicht darüber informiert, dass sie irgendwelche Daten von uns benötigen. Oh, das tut mir leid. Ich wurde nicht informiert, dass es gestern regnet, aber es hat es trotzdem getan. Wenn Sie hoch wollen, brauche ich Ihre Sinn. Bitte rufen Sie unseren Kontakt wieder an und klären Sie das gerade bitte mit ihm. Ich bitte Sie. Ja, na klar, er hat mir gar nichts zu melden. Er ist ein Mieter und ich bin hier für die Sicherheit dieses verfickten Gebäudes zuständig, Sinn oder nicht. Okay, Sie geben mir außerdem bitte noch den Namen Ihres Vorgesetzten und ich überreiche ihr damit auch dann meine Sinn. Sie gibt dir, obwohl, mein Vorgesetzter. Ja, natürlich. Sie gibt dir dann die Beschwerdeadresse von Evo. Beschweren Sie sich doch bitte! Und Ihr Name ist? Edita. Ach, die AR. Ja. Wunderbar. Dankeschön. Gut, etwaige Lizenzen für Waffen sind alle okay, okay, okay. Alles klar. Ich muss Sie darum bitten, jetzt sämtliche Clips aus den Waffen zu entfernen, separat in irgendwelche Taschen zu packen, dann können Sie hochgehen. Jojo packt ihren Clip aus der Waffe und tut ihn in eine andere Tasche. Tito. Ja, dann öffnen sich die Türen und ihr tretet in die Empfangshalle. Also Empfangshalle ist ziemlich übertrieben. Ihr habt einen kleinen Raum mit einer Bank, einem Mülleimer, eine AR-Pflanze. Ja, man hat an Deko nicht gespart. die verströmt sogar einen Duft für diejenigen, die sich den anzeigen lassen. Ich frage mich immer für die Leute, wie das für die Leute aussieht, die das AR jetzt aushaben. Zum Glück hat das so gut wie keiner mehr, weil das kannst du gerade in dem Stadtteil nicht ertragen. die Fahrstuhltüren öffnen sich dann auch. Hoch? Ja. Welches Stockwerk müssen wir eigentlich hoch? Also wenn ihr in den Fahrstuhl reingeht, die AR des Fahrstuhls zeigt euch an, dass ihr in den 15. Stock jetzt fahrt. Allerdings gibt es da keine Knöpfe, wo man das einstellen kann. Comlink-Schaltung an alle jetzt, so eine Gruppenkonferenz quasi. Sodass wir jetzt über das Subvokalmikro reden können. Sag mal, Leute, beziehungsweise übers Dingsbums, wie heißt es hier? Ja, Datenbuchse, bla, Gedönse. Sag mal, Leute, haben wir uns eigentlich schon überlegt, wie wir von oben später wieder runterkommen und genug Zeit haben, um das durchzuziehen, bevor die anfängt, Theater zu machen? Wir sollten uns mal lieber Gedanken machen, wie wir den Fahrstuhl dazu kriegen, uns in das richtige Stockwerk zu unterzufahren. Ja, zur Not nehmen wir die Treppe. Gibt's denn da eine Treppe? Ja klar, gibt's eine Treppe. Gibt's eine Treppe, die mit dem Feueralarm verbunden ist, ja. Den wunderbar. Kann man ja relativ easy ausschalten. Okay. Oder? Ja. Normalerweise zieht man da ein Kabel raus und dann ist gut.
Naja, was? 2070 ein Kabel. es ist natürlich Wi-Fi. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen. In dem Treppenhaus selbst gibt es Kameras, im Fahrstuhl gibt es keine sichtbare Kamera, unten gab es keine sichtbare Kamera in dem Innenraum, außen schon, wenn sich gleich die Fahrstuhltüren dann öffnen. In der jeweiligen Etage oder zumindest in der, wo ihr euch jetzt befindet, gibt es außen auch keine, aber in dem Treppenhaus halt einige. Bezüglich des Fahrstuhls, kann man da noch selber drücken oder wird dafür einen gedrückt werden? Es gibt weder eine AR-Fläche noch einen physischen Druckknopf, wo man irgendwas einstellen kann. Es gibt natürlich den, der Fahrstuhl ist stecken geblieben, ich brauche mal Hilfe, AR-Button, den gibt's. Okay. Ja, das wird nicht leicht. Moment, gibt's eine Möglichkeit, diesen blöden Fahrstuhl kurz zu schließen oder irgendwas anderes, dass der tatsächlich stecken bleibt und wir so durchkommen? Hast du Architektur? Du hast Industriemechanik. Ich habe Industriemechanik und zwar nicht zu knapp, mein Freund. Das ist, okay. Da der halt nur auf AR gemacht ist, musst du eine ziemlich, ziemlich dicke Platte aufschrauben, um hinten an die Elektronik zu kommen. Das dauert eine ganze Weile. Ja, das mag ja sein. Prinzipiell geht das, aber es dauert echt. Na, das mag ja sein, dass das, wobei so lange kann das nicht dauern. Die müssen auch zwischenzeitlich die Elektronik warten von dem Ding. Irgendwie, da muss man relativ einfach rankommen, wenn wirklich mal irgendwas ist. Theoretisch. Gut, praktisch auch. Hier ist keine Kamera, ja? In dem Fahrstuhl nicht, in dem Stockwerk, wo ihr jetzt rauskommt. Dann wird sie jetzt schon mal anfangen, während wir da in dem Fahrstuhl sind, an dem Ding rumzuschrauben. Es muss ja nur, also sie muss es ja hinterher nur so machen, dass es nicht direkt auffällt. Und hier kommt der Clou. Du hast ein Hardware-Kit dabei, kein Industriemechanik-Kit. Nein, das ist leider richtig. Richtig fett, damit kannst du leider nichts machen. Ups. Du könntest dir Werkzeug zusammenklambustern irgendwie. So ein Werkzeug, was halt gerade lang genug reicht. Aber dafür brauchst du auch ein bisschen Zeit. Und du hast nicht alles dafür dabei. Die meisten Sachen würdest du relativ schnell finden. Das ist, weiß ich nicht, irgendwelche. Man kann ja zum Beispiel auch mit einer Comlink-Verschalung außen das Plastik irgendwie benutzen, um das zurechtzudingsen und dann kann ich auch, aber du brauchst Sachen. Dann kann ich auch bei dem Hardware-Kit den größten Schraubenzieher benutzen. Der ist wahrscheinlich sinnvoller, wenn es ein Schlitzschraubenzieher ist, auch bei einer größeren Schraube den zu benutzen als das Plastik. Das bricht doch sofort ab. Die Schraubenzieher halten wenigstens noch was aus. Okay, dann war meine Erklärung wieder scheiße. Dein Hardware-Kit funktioniert nicht. Du musst was zusammenbasteln. Gut. Ich sollte einfach nicht versuchen, irgendwelche Dinge zu erklären. Ich sag einfach, nee, Hardware-Kit funktioniert nicht, der Spielleiter hat das jetzt geschlossen. Gut. Schlechtes Rollenspiel. Deine Mutter. Rollenspiel. Die wollte nicht mal das Superman-Kostüm anziehen, Mensch. Meine Mutter wollte das Superman-Kostüm nicht anziehen? Nee. Das liegt aber nur, naja, lassen wir das. Weiter. Genau, besser. Wir haben ein Problem. Nö, wir gehen jetzt erstmal zu einem Typen rein. Jo. Ja, die Bürotür öffnet sich, ihr kommt quasi, ihr habt ja noch im Co-Sketch das Büro von dem Bullen, das ist jetzt quasi spiegelverkehrt auf der anderen Seite. Ein kleiner Raum, die Trennwände, die da so sind zu den einzelnen Büroen vor allen Dingen. Büro. Schick nochmal bitte den Link zum Co-Sketch. Sekunde. Moment. Der Link ist noch im White Russian drin. Also Moment, ich muss es nochmal kurz einschieben. Das ist Büro. Schon. So. Ah. Das ist quasi spiegelverkehrt. Die Trennwände zu Büro 4 und Büro 5 und Büro 6 und sowas, die sind da nicht eingerissen worden. Die sind da einfach nicht da. Da habt ihr einfach nur so hüfthohe Ablagen, weil das natürlich total offen ist. Das ist ja total die Community und so. Das heißt, es ist sehr freundlich gestaltet. Habt da mehrere Panels und mehrere einfach Rechnereinheiten beziehungsweise Comlink-Einheiten, um da halt was zu programmieren. Es gibt eine kleine Chill-Out-Lounge, dort wo Aufenthalt Büro ist. Klos, es ist halt Standard. Dort ist kein Wachmann. Nur der Typ ist da. Und Kameras. Yay. Mehr als in dem Polizeiding. Es sind echt viele. Was wollen wir so viele Kameras? Big Brother is watching you. Sagen wir mal so, es ist Horizon, die ihr Geld mit Informationen verdienen. Habt ihr daran schon mal gedacht? Ja, die ganze Zeit. Gut, ich nehme mich auch. Oh, fucking hell. Hi. Ja. Oh, super, genau. Dass ihr gekommen seid. Ja, danke nochmal für die Einladung. Ja, also, kommt erstmal rein. Wollen wir uns vielleicht erstmal in die Chill-Out-Lounge setzen? Oder in, oder wollt ihr gleich irgendwas angucken? Also gibt's uns mal eine kleine Führung hier? Ja, na klar. Entschuldigung.
Jojo wird jetzt dabei irgendwie mal gucken, ob da irgendwo was rumliegt, was sie später benutzen kann. Wenn ja, wird sie es jetzt versuchen, möglichst ohne Aufsehen bei den Kameras und ohne Aufsehen bei dem Typen zu erregen, irgendwie in ihre Tasche verschwinden zu lassen. Die Antwort lautet ja. Aufmerksamkeit des Typens ist definitiv weg, wenn er euch eine Führung gibt. Aufmerksamkeit der Kameras ist so eine Sache. Ja, es ist jetzt halt eine Glückssache, aber man wird es zumindest versuchen. Na dann, Palming. Yay. Hast du Palming? Moment, ja. Das hätte mich jetzt gewundert, wenn sie es nicht hat. Ist ja eine Heimlichkeit drin, ne? Ja. Jo. Ist das jetzt Verkleiden oder Fingerfertigkeit? Fingerfertigkeit. Fingerfertigkeit, alles okay, klar. Du brauchst es nur, wenn du hast es geklaut. Okay. So ein Typ würfelt null Erfolge. Gut. Okay, du lässt die entsprechenden Materialien verschwinden. Das sind auch derlei Dinge, die nicht auffallen, wenn sie weg sind später. Gut. Aber du müsstest halt, wie gesagt, noch was dran basteln. Das ist ja kein Problem. Jojo wird sich zwischendurch mal verabschieden, weil sie unbedingt auf die Toilette muss. Ja, gleich da hinten. Gut, danke. Darf ich mal kurz noch eine Outgame-Frage stellen? Als damals seinerzeit vor Ewigkeiten Flummit hier mit Jojo das Haus gezogen ist, da waren keine so Feuerleitern am Haus angebracht, ne? Nee. Es gibt halt noch einen Hinterausgang, der das Treppenhaus dann auch nach draußen dingst. Okay. Aber da sind halt überall die Kameras. Ja. Die sind auch Wi-Fi, hat gesagt, alle, ne? Ja. Mhm. Gut. Ja, er zeigt euch halt die nicht nur die Büroräume, sondern er zeigt euch so per Bild auch ein paar der Mitarbeiter, erzählt euch kurz, was die so machen. Es ist total das eingespielte Team und die sind total glücklich alle, ja. Es wirkt ein bisschen unorganisiert, aber das ist ja auch irgendwo, ne, Sinn der Sache, ist ja halt nichts Kommerzielles. Er zeigt euch ein paar der Games, die sie anstreben oder ein paar auch einfach Sachen, die sie da sonst noch machen. Es ist halt so wie 25 Leute wollen, weiß ich nicht, 20 verschiedene Sachen, sind da alle super motiviert, aber kommen halt zu nichts, ne? Da kann was draus werden in Jahren. Okay. Also unorganisiert, ja. Typisches Hobbyprogramm. Jeder macht, was er will. Okay. Die sind halt alle richtig motiviert, aber die sind halt auch für viele Sachen interessiert und motiviert. Die bräuchte mal jemanden mit Charisma, der sie sozusagen so ein bisschen zusammenschweißt. Zusammengeschweißt sind die, aber... Ja, ich meine, auf ein Projekt sozusagen, auf ein Projekt zusammen... fokussieren. Na, ihr habt das Gefühl, ja. wenn die fokussiert würden, würde die Motivation ganz schnell stark abnehmen. Ja, das sind Freigeister. Dann ist das ja kein Hobby mehr, weißt du? Ja. Das kann auch sein. Wäre jetzt eigentlich fast egal. Von Jojo. Ja, Entschuldigung. Mach. Du schraubst und wolltest was sagen. Naja, sie wird irgendwann, wenn sie so halbwegs fertig ist, auch wiederkommen. Frauenprobleme halt. Wird dann, aber irgendwann kommt halt auch über die Comlink-Schaltung. Leute, ich weiß, wir stehen später furchtbar unter Zeitdruck, aber wir sollten versuchen, hier so lange zu bleiben, bis so quasi kurz bevor plus minus der Typ kommt, einfach damit wir haben dann zwar ein sauenges Zeitfenster nur, aber ich glaube, das ist unsere einzige Chance, damit die Tussi unten noch ein bisschen abgelenkt ist und wir halt genug Zeit haben, das zu machen. Und ich hoffe ernsthaft, dass unsere liebe Foxy schnell genug ist. Ich habe ein zweites Problem. Was hast du für ein Problem? Wir müssen die Sins aus deren Datenbank rausbekommen und wir müssen unsere Kamera-Intrusions rausziehen. Erstmal die Infos, danach der Rest. Ich habe keinen Bock, hier zweites Mal reinzukommen. Wir müssen das alles einmal, aber ja. Das weiß ich, aber wir haben nur wenig Zeit. Ja. Wir haben nur wenig Zeit. Wir müssen es in der kurzen Zeit. Wir müssen es in der kurzen Zeit schaffen. Wir haben nur 10 Minuten, um hier rauszukommen. Sprich, irgendwie so, weiß ich nicht, maximal vielleicht eine Viertelstunde. Und dann plus die Zeit, die da unten noch Theater ist, also vielleicht 20 Minuten. Vielleicht 25. Okay. Gib mir 20, ich könnte damit zurechtkommen. Gut. Ich wende mich wieder Krilli zu. Kirill. Benutzt ihr denn auch Version Control bei euch ein? Und habt ihr so richtige SCM-Pläne für eure Scrums? Oder wie sieht das aus bei euch? Oh, zum Glück hat er auch keine Ahnung. Er guckt dich an, als hätte er genauso viel Ahnung wie ich. Okay. Ah, ihr macht keinen Scrum, also macht ihr wahrscheinlich totales Waterfall-Prinzip. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon du da redest, aber er ruft dir halt auf, was so bisher an Projekten auch mit den tatsächlichen Daten läuft.
Ich sehe schon. Wovon sprachst du? Ja, ich schaue mir gerade das Stream-Design bei euch an, wie ihr den Layout von den Sprints macht. Und ich sehe schon, ja, ihr... Ja, das ist okay. Ich weiß nicht, ob ihr auch ein paar Projekte mitgebracht habt. Die können wir natürlich jetzt hier nicht irgendwo draufladen, das ist klar, aber ich habe hier über meinen Comlink kann ich mir das ja vielleicht mal ansehen. Sicher. Ich reiche ihm meinen Datenchip mit der Engine drauf, mit der Physics drauf. Also bei mir ist das ja mehr zum Vorführen sozusagen, also Quellcode auszugsweise. Kann ich da vielleicht was zeigen? Natürlich. Ihr zeigt beides. Das braucht natürlich jetzt eine ganze Weile Zeit, ehe er sich genau, das mal... demonstrieren, zeigen, von wegen, er fliegt mit seiner Drohne rum, beziehungsweise er fliegt ja nicht damit rum, weil der Witz der KI ist ja, von wegen, dass sie halt die abstrusesten Befehle versteht, also prinzipiell abstrus. Es ist auch nicht schwer, dass in so ein paar, er zieht ein paar Daten von deren Terminals, wo ihr sagt, dass sie dazu passen, das heißt, man kann das in ein paar angefangene oder schon fortgeschrittenere Projekte einbinden, sodass ihr da echt viel vorzeigen könnt. Das funktioniert gut. Keiner merkt, dass du eine Techno-Schlampe bist, verdammte Hacke. Und er ist richtig begeistert. Also ihr könnt euch da noch mit dem ewig unterhalten. Er erzählt halt viel. Der ist ja da auch eher so der weiß nicht, Storyline-Typ ein bisschen eingebildet, aber, also hat man vielleicht gar nicht gemerkt, aber er hat schon ganz nette Ideen. Es ist tatsächlich mal was Neues. Ja, und ihr verbringt da sehr viel Zeit. Wunderbar. Ja, das Problem bei Steffen ist, dass er je mehr Zeit vergeht, desto eher vergisst er, dass er einen Auftrag hat. Sehr gut. Was Jojo noch irgendwann auffällt, einfach weil die ja nicht ganz so krass mit eingebunden ist, auch wenn er manchmal versucht, sie mit anzusprechen und so einen Scheiß, auch einfach Input zu erhalten. So die Lämpchen bei den Kameras, ne? Die leuchten natürlich alle nicht. Der macht das off-grid. Der darf ja keiner wissen, dass ihr da seid. Natürlich. Und Jojo kommt irgendwann zu Billy. Billy? Das hast du nicht mitgekriegt, das Billy. Ja, Schatzi. Ja, es ist einfach sehr viel Datenstrom da, das hätte sie nicht mitkriegen können. Da hat die Kameras alle aus. Mensch, kein Voyeur-Porn. Geht ja auch nicht. Hallo, wir sind doch offiziell gar nicht da. Warum hat die Alte dann unsere Daten genommen? Das wundert mich. Weil sie es muss. Weil die nichts mit dem Typen hier zu tun hat. Das sind zwei vollkommen unabhängig voneinander operierende Prozesse. Ha! Das habe ich mich sogar so ausgedrückt, dass du es verstehst. Prozesse, ja. Nur nicht faden. Hey, nein, nicht faden. Doch. Gleich würfelt er drauf, wie sie es kommt. Natürlich. Ja, wunderbar. Dann ist ja das Problem schon mal aus dem Spiel. Ja, weniger Probleme. Aber das lässt trotzdem noch unsere Sins unten drin. Und wir waren hier bei dem Typen. Aber du hast... verraten, ihr Schweine. Du hast schon ein Problem, du hast ein Recht, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wo die das lagert, ehrlich gesagt, das ist dein Ding. Aber wie wir bitte? Gucken erst. Ne, ich weiß nicht, wo die Daten jetzt hingegangen sind. Gott weiß, vielleicht sind die schon irgendwo auf dem Evo-Hauptrechner. Ich glaube nicht. Die wird normalerweise mit einem Schichtwechsel abgeglichen. Die wird wahrscheinlich irgendein Log-File haben, vielleicht ist das auf ihrem Dienstcomlink. Aber darum können wir uns auch kümmern, wenn wir hier raus sind. Ja. Wunderbar. Ja, wir unterhalten uns noch so weiter mit ihm, denke ich mal. Jo. Ja, der hat wirklich richtig Bock auf euch. Also nicht nur so halt, ja, ich bin cool und ich zeig euch mal, wie geil wir sind, sondern der hat wirklich richtig Bock und ist auch begeistert, dass da echt jemand mitmachen will. Ihr unterhaltet euch sehr lange mit ihm und ihr wolltet wann euch verabschieden, weil der hält's durch. Der Typ, wir waren um 22 Uhr angekommen, um 2 Uhr wollte der Typ zuschlagen. Genau, also so Viertel vor zwei, 20 vor zwei. Mach 25 vor zwei, wir müssen ja Tschüss sagen. Man muss sich aus so einem Gespräch rausklinken. Ja, aber dann... Du kannst ja nicht aufstehen, sondern haben wir... Und dann, ja, wir müssen jetzt gehen. Nee, genau, so 25 vor zwei, dass wir so spätestens Viertel vor zwei quasi in unseren Counter kommen. Gut, das ist nicht so... Also, ja, ich meine, das in der groben Hoffnung natürlich, dass der Typ sich auch an seinen eigenen Zeitplan hält. Ne? Ich weiß ja nicht, wie... Andere Orks da so sind bezüglich, ja, komme ich 15 Minuten früher oder später, ne? Das sind keine Serben. Dazu gesagt, sobald wir irgendwann dann mit der Demonstrationsphase vorbei sind, also in der letzten Stunde oder sowas, und tatsächlich die
das Gespräch ja über unsere Comlinks wieder darauf hinläuft, von wegen, Jungs, wir müssen uns auf irgendwas vorbereiten, dann wird er versuchen, seine Drohne vielleicht mal so nach draußen gucken zu lassen, um zu sehen, ob er vielleicht zufälligerweise den Ork sieht. Also die Drohne kennt den Ork ja schon. Würfel mal bitte Wahrnehmung, aber du hast das Cap deiner Drohne. Okay. Reception! Was übrigens 3 ist. Das Cap ist 3, meinst du? Hm? Okay. Perception, Wahrnehmung 3 plus Intuition wahrscheinlich, wa? Genau. Durch die Drohne? Ja, wenn er sie manuell steuert schon. Hm. Kabam! Yes, baby! Da ist noch nichts wirklich Krasses zu sehen, aber du bemerkst an dem Fenster, dass das komisch. Es ist natürlich von außen verspiegelt, aber es sieht ein bisschen aus, als wäre da irgendwas drin und als wäre das irgendwie mit draußen verbunden. Und dir fällt ein relativ. Es sieht aus wie eine Art Rollladen von draußen aus, aber ziemlich massiv. Also wie massives Metall irgendwie. Okay. Warte, lass mich mal kurz nachdenken. Ja, jetzt noch eingeklappt, ist klar. Ja, okay. Also irgendjemand drückt einen Knopf sozusagen und dann rasselt das Ding herunter und dann ist sie dicht. Das ist eine Möglichkeit, die besteht. Ups. Okay. Ja, Information geht natürlich an die Gruppe. Etwa so, wie ich es gerade gesagt habe. Oh, das scheiße. Panic-Button-Shit. Naja. Ach ja, übrigens, ihr habt hier keine Panic-Buttons. Ja, das heißt ja aber nichts, dass wenn unten der Zentralalarm ausgelöst wird, dass dann oben nicht trotzdem die Dinger runtergehen, ob oder nicht, ob Panic-Button. Ja, ich sag das nur. Ich muss gerade an Leverage denken. Ja, Second Season. Ja, ihr verabschiedet euch, ihr beendet das, der versteht das natürlich total und ist auf jeden Fall sehr froh, wenn man sich bald wieder treffen kann, dann auch vielleicht mit dem ganzen Team dann an einem anderen Ort und dass ihr so kurzfristig dann noch was einrichten konntet und man plane. Steffen würde auf jeden Fall selbst theoretisch unabhängig von der Gruppe einen Termin machen wollen, sozusagen. Also selbst wenn die Gruppe jetzt noch keinen Punkt hat, sage ich jetzt einfach mal, würde er definitiv versuchen, da irgendwas im Terminkalender stehen zu haben. Ja, das ist, ich freue mich, dass du da so motiviert bist, aber es ist einfach so, wir sind ja auch so eine Art Team, auch wenn wir ein bisschen verstreut sind. Ich fände es cooler, wenn wir das echt gemeinsam hinkriegen würden, mal alle. Ja klar, das ist kein Problem. Das kriegen wir garantiert gemeißelt. Ja, mit der Absage. Genau. Du hast halt keine Brust, das tut ihm sehr leid. Nee, ja. Starrt er mich wieder an die ganze Zeit, oder was? Anstarren ist auf jeden Fall übertrieben, aber du bist auf jeden Fall die, die ihm am sympathischsten ist. Okay. Du bist die mit den Brüsten, du bist die, die genau die Physik Engine für das Game, was er richtig geil findet, ja, oder was er entwickeln will, machen will, und du hast die beste Gebräucheprobe. Sweet. Also es ist nicht wirklich sehr, sehr irgendwie, oh, die ist geil, ich brauche die, ich muss drauf auf die, aber du bist halt die coolste von denen. Schwelle zwischen den Tettern, die Sau. Gut, dann, ja, wir werden mal schauen, wie wir mit dem weiterverfahren können, ob sich da noch was ergibt, aber Kirill oder wie er auch immer heißt, wird definitiv mal interessant vielleicht. Ja, bei mir wird's eher die Softwarebude, dann wird er da so ein bisschen so halb abweisend, keine Ahnung ist. Nee, na, nicht halb abweisend. Der findet euch alle offenbar ganz okay, aber Billy ist die coolste und er will halt, das ist echt dieser Teamgeist, der will da wirklich, dass alle sich mal allen vorstellen und nicht so ein Einzelkleckerding. Ja, ist okay. Gut. Ihr verabschiedet euch und geht. Die Fahrstuhltür öffnet sich. Gut. Okay. Sie, also Jojo beeilt sich jetzt. Machen wir Industriemechanik und Logik. Gut. Und verkack's nicht. Und du rauch nicht so viel. Deine Mutter raucht nicht so viel. Stimmt. Mist. Foxy, wenn das... Meinst du so? Oh, Baby, ja, super. 4 Erfolge. Wir brauchen gar keine Foxy. Ich wollte gerade sagen, im Notfall hättest du jetzt irgendwas... Ja, ja. Was genau willst du eigentlich jetzt mit dem Fahrstuhl machen, dass er nach unten fährt, 2 Etagen? Oder wie? Rechtzeitig das Ding einfach kurz schließen oder so irgendwas machen, damit das Ding halt anhält. Es geht ja nicht. Na wow, du machst das schon professioneller, oder? Na. Also ich meine, als erstes schraubst du das Ding auf. Dann, du hast 4 Erfolge. Nee, als aller Moment, aber ich muss halt irgendwie schaffen, dass es so aussieht, als würde das Ding stecken bleiben. Oder als wäre eine Fehlfunktion da.
Also ich hätte dir, also das ist okay, ich hätte dir mit den 4 Erfolgen auch genehmigt, dass du einstellst, dass es so aussieht, als würde der einfach weiter nach unten fahren und sehr langsam sein. Oder so. Das geht halt auch. Wenn sowas, wenn ich das hardwaretechnisch machen kann, wenn das drin ist, dass es so geht, dann ja. Du hast 4 Erfolge, also so 10 Minuten kann der schon mal nach unten fahren. Na gut, dann fährt der halt 10 Minuten nach unten. Das ist gut. Gut, und wir steigen jetzt bei 13 raus, oder Und du wie? hast noch ein kleines Signal eingebaut, dass quasi nach 10 Minuten wird es halt einfach auffällig, ne? Dass der dann immer noch stecken bleiben kann. Du hast 4 Erfolge. Ne? Alles klar, also wenn sowas geht, dann klar, dann möglichst vielleicht sogar so, dass es nach 10 Minuten so aussieht, als würde dann die Fehlfunktion wirklich losgehen. Ja, KBM, Ding ist stecken geblieben, fertig aus. Alles klar. So, und aber ihr fahrt halt erstmal 2 Etagen nach unten, seid jetzt im 13. Stock. Das ist der Da Plan, müssen, ne? genau, da müssen wir Ja. jetzt die Türen aufkriegen. Die Türen vom Fahrstuhl gehen Das auf. Einfachste. Ja, eben, das kann man ja ganz fix, kurz, also ganz fix machen. Du kannst mit Mit einer 2 Kabeln. Kreditkarte. Und mit einer Kreditkarte kriegst du einen scheiß Fahrstuhl-Lifttür auf. Ihr habt einen Ork dabei. Okay, Ork Das ihn auch. auch. ja, apropos Ork und möglicherweise Wachmann und klick, klick. Ja, Klick, Dito. klick. Was das Alle Magazin. holen ihre fetten Knarren mit, Gel, Ja. raus. Müssen nur Fette alle Knarren. rechtzeitig, bevor der irgendwas machen kann. Hier, Störsender bin ich jetzt natürlich nicht mehr zugekommen, aber das reicht auch nicht. Die Zeit nicht. Kabam. Foxy, stören. Sie Ja, wenn kann. ich versuche sein Comlink natürlich gleich mal anzusprechen, ohne zu hacken. Mal gucken, wo der ist. Der ist in seinem Wachhäuschen. Running Silent, das Comlink von ihm. Versteht sich. Das Ja, ist dann muss halt aber Matrix normal. drin Das machen. Comlink wirkt abweisend. Das wäre wirklich mal eine Hacking-Action, die man würfeln müsste. Ja, aber Hacking wäre dann gleich wieder illegal. Das heißt, ich würde den gleich wieder da verständigen, dass da gerade Scheiße am Kommen ist. Und das möchte ich jetzt eigentlich gerade noch nicht. Ich möchte erstmal die Situation sich entwickeln sehen und mache lieber keinen. Also ich mache einen Hack on the fly lieber, als dass ich jetzt irgendein Spoofing anfange. Das ist so mein Gedankengang. Ist das nicht beides illegal? Ja, Also, aber. Hack on the Fly, da fliegst du nicht sofort auf, wenn du es halt schaffst, wenn du es verkackst nicht. Ja, das Ding ist halt einfach, dass ich jetzt einfach mal gucken will, wie man jetzt an den Typen rankommt, ohne dass, wenn die jetzt alle 3 mit Gel-Munition ins Geschichtchen. Ich hab schon wieder ein Haarchen. Ich hab schon wieder ein Haarchen drin, tut mir leid. Also wenn wir dem ins Gesicht schießen, dann ist es garantiert besser, als wenn ich jetzt versuche, dem im Vorfeld zu hacken, der dann Alarm schlägt und wir dann auffliegen. Kinders. Ihr wisst schon, Ja, dass noch stimmt. eine Tür zwischen euch und dem Wachmann Ja, ist. Ihr seid im das. Flur, okay, gut. Deswegen, die Tür muss jetzt erstmal auf. Mac-Schloss ist nicht mein Spezialgebiet, denke ich doch mal. Das ist mir voll bewusst, aber das sind doch Deswegen. Kameras. Kannst du an den Ja. Kameras? Klar, die sind ja alle Wi-Fi'd. Also in dem Richtig. Büro, wo ihr seid, sind keine Kameras, nur Nee, im aber innen Büro. drin, in dem Büro und zwar so, dass die uns auch sehen, wenn wir da reinkommen. Das ist absolut richtig. Genau, und darum geht es mir. Das muss irgendwie gedingst werden, dass wir da nicht sofort auffallen. Und dann müssten wir noch wissen, wo der Wachmann sitzt. Das Ach, sitzt bei in dem unserem W. Häusl. Ja, das W ist Stimmt. der Wachmann. Du hast recht. Ha, da ist bestimmt eine Scheibe vor. Nee, da hat er gesagt, es wäre ein Tre also da, wo der Thiel-Pfeil ist, der türkisene Pfeil, da ist doch quasi das Tischlein, wo er sitzt, oder? Hatte ich das richtig in Erinnerung? Ja. Tresen. Ja, so Sehr ein gut. Tresen lesen. Genau, was war nochmal der rote Pfeil? Da war noch irgendwas Besonderes mit. Irgendwas mit Magie hat Jojo gewusst. Ach so, okay, wenn es nur Magie ist. Voll gut. Ja, dann darfst du dich jetzt mal anfangen, um die Kameras zu kümmern. Und ich werde derweil anfangen, das Schloss zu dingsen. Und Ah, fuck, ich hab mich geirrt. Das Türkise war Magie, das Rote war Metallscanner. Ah. stimmt, da war was. So rum war's. Den muss ich auch noch ausschalten, so ein Scheiß. Du musst eine ganze Menge ausschalten, möglichst ohne einen Alarm auszulösen. Ja. Oh, Also, fuck. die Tür ist zu, ne? Nicht, dass die Tür offen ist. So nach dem Motto, der Idiot vom FBI versucht, über das Tor rüber zu klettern und der andere macht's einfach auf. Na, die Tür ist schon verschlossen. Okay. Und Ja, Hardware. ihr könnt euch auch die Arbeit teilen. Max-Schloss kann einer knacken und einer kann auch durchaus den Metallscanner machen. Der Metallscanner ist ein bisschen komplizierter, aber soweit ich weiß, habt ihr alle Hardware. No. Genau, aber zumindest Steppi kann Hardware, das heißt, Steppi kann sich um das Max-Schloss kümmern Okay. und Jojo um den Metallscanner. Ihr zwei macht es. Und du machst die Kameras. Alles klar. Kabäm, los geht's.
Gut. Gibt es irgendwelche Erleichterungen für die Wissensfertigkeit Technik, Elektrotechnik? Nur so eine Frage. Nö. Okay, gut. Aber eine Probe reicht vollkommen. Ich will nur sehen, dass ihr einen Patzer macht. Grund auf böse. Hallo? Ja, das ganz ehrlich, okay. das, worauf ich warte. Logik plus Elektronik. Nein, Logik plus Hardware. Ihr kriegt beide, nee, du kriegst plus zwei Gewinne, weil du dir von den Sachen von Jojos Hardware-Kit ein bisschen was ausbogen kannst. Jojo kriegt plus eins, weil das ein besserer Metallskinner ist. Gut. Ich finde gerade mein Zeug nicht. Das Zeug ist zwischen deinen Beinen. Du hast Hardware 2, glaube ich, und Logik 4. Alter! Naja, nee, Logik war mir klar. Hardware war in Elektronik, war doch die in der Gruppe ja. drin. Ja, in der genau, aber du hattest, glaube ich, Software separat gesteigert oder irgendwie so war das. Genau. Ach, doch, ich habe da nicht Gruppe dran geschrieben, das erklärt's. In der Zeit macht Billy irgendwas mit dem Comic oder nicht? Du hast gesagt, das Ding fällt mir schon auf als sehr gut geschützt und ist auf Silent Mode. Sehr gut geschützt, ja, schon ein besserer Durchschnitt. Und Silent halt. Und wenn du nicht selbst Silent bist, dann fliegst du definitiv auf, weil dann erkennt man dich ja einfach in der Matrix. Aber wenn du Silent bist, gibt's halt immer minus zwei, ne? Ja. Bei der Perception-Test ist es ein minus zwei. Wenn ich ihn gefunden habe beim Matrix-Search in der Perception... Nee, das meine ich nicht. Den gefunden hast jetzt mittlerweile schon, das meine ich nicht. Aber okay. Wenn du Running Silent machst, was sinnvoll so. Wäre, weil du sonst auffliegst, kriegst du auf alle natürlich. Minus zwei. Aber wir sind jetzt im Stealth-Modus, davon gehe ich eigentlich aus. Gut. Also ich kann auch eine Schleichenprobe machen, wenn du so das gerne hättest. Das will ich nicht. Ich sag nur, dass du dann minus zwei kriegst auf alles. Ja. Wenn ich silent lauf. Ja. Ja. Nee, also das kann ich mir nicht leisten. Okay. Nach wenigen Minuten, zwei, drei Minuten, es ist jetzt 48, bekommt ihr beides auf, beziehungsweise den Metallscanner disabled. War halt nicht ganz so einfach, aber hat man problemlos hinbekommen und selbstverständlich könnt ihr euch zeitlich abstimmen. Bist du fertig mit der Kamera? Die Kameras sind jetzt, glaube ich, noch kein Problem. Doch, wenn wir da reinkommen, okay. Da ist direkt eine Kamera, die sieht uns sofort. Ja, du hast recht. Ich kümmere mich sofort um die Kamera jetzt. Die an der Ecke, meinst du, das erste Schritt? Ja. Ja, okay. Ja, ich bearbeite die Kamera. Lass den Geist schweifen. Ja, die ist selbstverständlich geslaved an das Comlink von den Typen. Also, ne? Das ja. bei den Typen ist genauso schwierig. Also dann gehe ich direkt an den Typen ran. Wenn ich ihn oder wenn ich sein Comlink unter Kontrolle habe, dann tun die Kameras auch nicht mehr weh. Richtig. Also, dann mache ich jetzt einen. Ich denke, ich mache einen Hack on the Fly. Gut. Übrigens, das Comlink, die Persona wird dargestellt, selbstverständlich als russischen Polizisten, als Standardmusik. Billy, sag Bescheid, wenn wir rein können oder rein sollen, um den Typen auszuschalten. Oh, ich bin jetzt gerade nur OT am überlegen, ob ich den Dice Pool doppeln soll. Oh. Dice Pool doppeln? Ja, wenn ich ein Edge nutze, kann ich, wenn ich vorm Wurf ansage, dass ich Edge gleich, dann verdopple ich doch den. Nee, nein. So dein Edge drauf, also deine drei Würfel, nee, deine was? Deine zwei Würfel und sechsen werden nachgewürfelt. Nein, drei Würfel. Wenn sie einen Edge 3 hat, kriegt sie alle Würfel drauf. Ich merke mir nicht, wie viel Edge die hat. Okay, ja. Dann werden 7 plus 3 und alle sechsen werden doppelt gerollt. Genau, das ist Ausrufezeichen SRE. Jupp. Ich edge es gleich weg, Kinders, ohne Scheiß. Also ich will da keinen. Das war gut. Drück mal die Daumen. Hau rein, hau richtig, Scheiße. Jetzt geht los hier, geht los. Kabam! Hör mal, jetzt kommt hier. Möwen. Habe. 4, Baby. Oh yeah. Weißt du was, ich hab mir gedacht, das ist ein gutes Comlink. Ich geb dem einfach mal insgesamt 6 Würfel. Das ist schon okay so. Und was hat er gewürfelt? 1, 1, 1, 4, 3, 2. Und du hast 4 Erfolge, aber wenigstens hast du Edge ausgegeben. Bam! Ja, das freut dich doch. Sag mal, wie macht das mit dem Bullen? Wie? Na, so rein fluffmäßig wie letztes Mal. Ach so, jetzt wieder mit dem Comlink von Bullen. Nach dem Comlink von dem Bullen, ganz einfach. Ja, pass auf. Triptease! Ja, da kommt meine Tanzeinlage, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, du wolltest sie doch irgendwann mal bringen, jetzt. Also wie gesagt, ich komme hier wie die quasi Foxy Lady aus der Torte in ihrem Original-Avatar. Und singt dem Comlink ein Happy Birthday auf Russisch. Srechan Rochendan auf Serbisch quasi. Und fängt an mit dem Schweif zu wackeln, kommt aus der Torte halt so raus und winkt dem Comlink zu, herüberzukommen, um ihm dann quasi die Mark aufzudrücken, damit es heruntergefahren wird. Ha. In Form eines Küsschens.
Ja, natürlich in Form eines Küsschens. Sehr gut, Quinta. So ein dicker Lippenstift-Schmatzer. Oh ja. Der seine quasi Augen, rüberfliegt. Entschuldigung, seine Augen verwandeln sich in fette Herzen, die rauspulsieren wie in einem Comic. Sein Penis irrigiert hart. Also AR-mäßig stößt er quasi fast die Tür auf. Oder durchbricht die Tür AR-mäßig, kommt auf dich zugelaufen, rammt dabei fast Jojo mit seinem Schwänge. Zum Glück ist es nur AR. Der Knutscher, das ist auf jeden Fall Ejaculatio Pretox. Was hast du jetzt vor, das Comic runterzufahren, oder? Runterfahren. Ich möchte halt die Kontrolle quasi übernehmen. Okay, du hast die Kontrolle. Ich meine, wow. Du hast die Kontrolle über die Panik-Buttons, sämtliche Türen, sämtliche Scanner, sämtliche Kameras. Oh, ich liebe dich. Und seine Unterwäsche. Ich mich auch. Sowie seine verfickte Waffe. Und die einmal alles bitte ausmachen. Ich wende mich zu euch beiden rüber. Wir sind bereit. Alles unter Kontrolle. Das Bild, zack, schiebe ich euch aufs AR. Sind die Kameras. Kurz durchscannen. Ist noch irgendwer in den Räumlichkeiten momentan anwesend, außer dem Wachmann? Nope, der Wachmann sitzt auf dem, ist das ein Zwerg, sitzt auf dem Stuhl, die Beine auf dem Tresen, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, guckt offenbar gerade einen Tritt oder einen Zim. Hervorragend. Dann würde ich sagen, guck, dass die Kamera jetzt nicht mehr aufzeichnet und dann gehen wir rein. Kamerafeed läuft weiter, Aufzeichnung wird unterbrochen. Genau, Brillenwechsel Stefan, die Smartgun-Brille kommt drauf. Ihr seid dabei, euch vorzubereiten, einen Typen über den Haufen zu schießen. Kabam! Stepan wechselt die Brille. das ist ein definitives Zeichen. Okay. Na dann. Eins, zwei, Kabam, ja? Nee, ist okay. Bei dem 1-2 Kabam muss ich jetzt kurz... Ich will jetzt eine richtig coole Action. Der Typ kann nichts machen. Ich will einfach nur hören, wie ihr voll geil da euch reinrollt oder was auch immer Cooles macht und den richtig cool umlegt jetzt. Wir legen den ja nicht um, wir betäuben den ja nicht. Ja, ist schon klar, aber beschreibt es mir einfach. Es wird genauso aussehen, als ob. Und das Gel wird so wegspritzen wie Blut. Kennst du doch die Szene in Matrix 1, wenn sie quasi in das Bürogebäude reinkommen, um Morpheus rauszuhauen? Sprich, sie gehen einfach rein. Ja, sie laufen einfach cool rein, gucken ihn an, liften die rechte Hand mit der Waffe in der Hand, gucken ihn einfach nur an, good night, und drücken ab jeweils. Das musst du leider den anderen überlassen. Wie sieht denn das jetzt aus? Also so würde ich es machen. Na, wir brauchen ja das Überraschungsmoment. Das heißt, wahrscheinlich werden die Türen gerade aufgerissen. So mit einem Knall, also nicht Knall, aber ne, die gehen halt jetzt schnell auf. Möglichst so, dass sie nicht gegen die Wände knallen. Und... Ich glaube, das macht Stefan die Türen auf. Brechen förmlich. Oh Gott, Jojo kann leider nicht einhändig schießen, weil ich glaube, dafür ist die Waffe zu schwer und zu dick. Kann sie schon. In dem Moment kann sie es. Okay. Dann tut mir das jetzt ganz fürchterlich leid, aber so cool wird das gar nicht aussehen. Jojo wird nämlich leider einmal einfach reinhüpfen, mit die eine Hand zum Winken erhoben, grinsend, der anderen Hand die Waffe. Und wird einfach reinhüpfen, so. Hallo! Kannst du dir vorstellen, der Wachmann guckt so runter und an den Tisch, sagt so, hallo? Ist da jemand? Ja, so ungefähr. So. Hallo! Und dann irgendwie winkend dabei und wird dann noch direkt schießen. Guck mal, da ist ein Gnom. Genau, sobald er dann aufsteht, um zu gucken, was zum Teufel denn da angehüpft kommt. Ja, ja, er muss ja auch erstmal, er liegt ja nach hinten mit den Füßen auf dem Tresen drauf. Oh Gott, hat er Cyberaugen? Selbst weiß ich jetzt nicht. Ben hat es auch darüber die Kontrolle. Und schön. Dann sieht er uns eh nicht. Schade okay. Eigentlich. Genau, dann wird sie auch direkt schießen. Und im gleichen Moment macht Quinta was? Genau, Steffen, wie gesagt, hält ja mehr oder weniger Jojo die Tür offen, ganz gentlemanhaft. Und wird dann auch, sobald der Kollege aufsteht, in den Raum, beziehungsweise über Jojos Kopf hinweg und dann ebenfalls mit einer kurzen Salve bis zu 3 Gelkugeln. Sag mal, hast du eigentlich einen Schalldämpfer? Die Antwort lautet nein. Oh, dann lässt du das. Ich schon. Sorry, aber komm schon. Das ist Metagaming. Ich weiß. Ich weiß. Dann den Anpfiff kriegt er hinterher. Perspektivwechsel. Oh, Alter, das ist total unrealistisch. Du kannst nicht in die Luft springen, das ist der Sim von ihm. Du kannst nicht in die Luft springen oder einfach volle Kanne im Flug 5 Typen erledigen. Tür, rums. Jemand springt rein, wedelt mit einer Hand etwas klobiges
Graues in der anderen. Dahinter ein Ork. Das sind Waffen, beide auf ihn gerichtet. Er reißt die Arme hoch, fliegt fast vom Stuhl, weil er die Beine irgendwie wegnimmt, um einfach in Deckung zu gehen. Dann pum, einmal flop und einmal bumm. Und er klatscht volle Kanne hinten gegen die Wand und rutscht runter. Jojo dreht sich. Also er ist jetzt bewusstlos, nehme ich an. Jojo dreht sich um. Bist du bescheuert? Was denn? Ich dachte, du hast einen scheiß Schalldämpfer, du Trottel. Ich guck so auf die Waffe. Na fuck. Alter. Jetzt müssen wir uns beeilen. Kriegst du über das Comlink vielleicht direkten Zugriff auf den Terminal? Ich denke nicht, nee. Ich check nochmal den Comlink, ob ich einen direkten Zugriff habe. Ich wollte gerade sagen, ich wollte erstmal das Comlink von dem wegnehmen. Dann hätte man wahrscheinlich uns auch das sparen können, dass wir ihn umnieten. Also ab zum ersten Büro. Gut. Wir sind im 13. Stock. Meinst du, irgendjemand hat das gehört? Man weiß nie, wie dem auch sei. Es ist laut gewesen. Zwei Stück über euch war gerade noch ein Typ, mit dem ihr die letzten Stunden verbracht habt. In jedem Fall. Es ist ein Standardbürogebäude, da ist das Terminal. Ich muss es leider kurz fassen. Wo? Na, einmal? Also, du wolltest ja in. Was? Du musst jetzt echt das Terminal einmal? Ist es hier, da zufällig, wo ich gerade bei Sexretariat einen roten Punkt gemacht habe? Auch, es gibt, also die Terminals, das wusstest du ja vorher, sind überall die gleichen. Das heißt, es ist egal welches, du nimmst eins und okay. Dort gibt's auch eins her. Ja, ich klinke mich dann direkt in das Terminal ein und fange mit der Datensuche an. Okay, mach mal bitte und Browse. Ist also Datensuche, Intuition und Computer. Währenddessen möchte ich mit meine Drohne mal nach draußen gucken lassen. Also ich kann ja nicht die Fenster sind ja wahrscheinlich, sind die kippbar? Nee, das sind sie nicht. Sind die irgendeinerweise öffnen, öffnbar? Die kann man öffnen. Zum Glück hat irgendjemand die Kontrolle über das Ding. Hier. Ja, Foxy, mach mal offen bitte ein Fenster hier. Ich mach's Fenster auf. Super, und ich schmeiß meine Augendrohne raus sozusagen, die natürlich sofort mit Fliegen anfängt, um zu checken, was los ist, ob irgendwas los ist und spezielles Suchmuster nach dem Ork, den wir suchen. Alles klar. Noch ist da nichts. Das Interessanteste sind ein paar Ratten. Billy, es ist so, dass die Terminals haben halt ein riesiges Datenvolumen. Da wird ja wirklich ganz viel von dem Scheiß, jeder Scheiß Blitzer und jeder Kack bei Rot über die Ampel fahren, wird da irgendwie verarbeitet. Das heißt, es dauert eine ganze Weile, da die Sachen rauszusuchen. Vor allen Dingen, weil du die Protokolle nicht genau kennst und echt viele Daten mal kurz reingucken musst. Also es dauert jetzt schon noch ein paar Minuten. Ich wollte gerade fragen, ob mir das irgendwas bringt, ob ich mich vorher einklink, quasi. Das würde auf jeden Fall was bringen. Anstelle eines 7er Dice Pools. Hast du das vielleicht noch das Browse-Programm? Das gibt's nicht für Techies und so. Das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wäre jetzt, dass mir Herbs noch zur Hilfe kommt bei meiner Suche. Herbs kann damit, glaube ich, nicht viel anfangen. Aber VR bringt dir schon deswegen viel, weil du Gedanken schnell suchst und fucking Dings schnell. Also ich sack gerade mal zusammen. Ja, okay, es dauert trotzdem ein paar Minuten. Ich sag dir dann später, ne? Die Drohne bemerkt Folgendes. Ihr habt ja ein Feed alle. Ich unten, nicht, also ich doch. Unten halten zwei Motorräder. Oh. Schwarze Motorräder. Sie sind da. Tata, es gibt kein Browse für. Nein, Gunfist springt runter, packt eine Maschinenpistole aus und schießt die Aale über den Haufen. Das ist ja die Ecke schubsen. Sie haben sich's wohl anders überlegt. Er benutzt keine Gel-Munition. Eine der Kugeln landet direkt in ihrem Kopf. Gehirn spritzt hinten an die Scheibe. Scheiße! Sie sprinten auf die Tür zu. Fuck, Billy, beeil dich! Ja, Entschuldigung. Nee, Jojo, fuck, die meint's ernst. Was? Wie? Was ist los? Du hast auch den Feed, ne? Scheiße! Kinders, kann einer von euch von den Wachmann noch irgendwie fixieren? Oh fuck, ja, klar. Und die Tür hinter uns zumachen. Ich meine, ich kann die jetzt schließen über die Kontrolle, die ich habe wahrscheinlich. Ja, wieso willst du denn die scheiß Tür schließen? Das ist doch egal. Wenn die Typen hier rein wollen, ist das nicht so egal, wenn die Tür offen steht. Die wollen hier doch nicht hoch, die sind erstmal unten. Ja, wer weiß, wo die hinwollen. Aber Jojo fixiert erstmal den Wachmann. Rastet kurz einfach noch ein bisschen aus. Scheiße. Ich such. Du siehst nur noch, wie Sibylles Körper am Zucken ist quasi. Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt, wenn ich ganz ehrlich bin. Jojo ist gerade zum Wachmann geflitzt und hat jetzt angefangen, den Wachmann zu fesseln mit irgendwas, was sie da gefunden hat. Seine eigenen Handschellen wahrscheinlich. Das würde sich anbieten. Und ihr ist aufgefallen, dass sie Handschuhe anhat. Vielleicht.
Ja, das haben wir jetzt dank der Aufnahme auch für unseren Esel gespeichert, dass ihr das weiß. Ich habe noch ein Edge übrig für was, wenn was passiert. Meine Fresse hier, scheiße. Das geht mir wieder an die Nerven. Morgen habe ich wieder Durchfall deswegen. So sieht's mal aus. So nervösen Magen. Man bin ich total. Das tut mir natürlich leid für dich. Es tut Ihnen leid. Was wird mir das morgen auf den Lofus helfen? Wie bitte? Es tut mir sehr leid für dich. Seit wann sind wir per Du? Seit wir letzte Nacht auf das Du angestoßen haben. Gut, dann ist er nicht witzig. Wollten wir nicht noch ein bisschen ausrasten? Der Ork rennt mit der Schulter gegen die untere Tür, wo ihr vorhin euch irgendwie durchquatschen musste, wo er extra mit einem Horizon-Typen Kontakt aufgenommen hat. Und sie bricht einfach. Also das Schloss bricht. Sie stürmen rein. Wir haben übrigens Handschuhe an. Natürlich. Also ich zumindest. Plötzlich. Ich habe immer Handschuhe an. Ah. Scheiße. Also bei dem Horizon-Typen. Da hatten wir keine an. Keine Handschuhe an. Nee. Ansonsten besorge ich Jojo mir Medikit. Und Quinny traue ich zu, dass sie Handschuhe anhaben. Also ansonsten werde ich mir spätestens jetzt welche anziehen und meine Fingerabdrücke, so viel habe ich ja noch nicht angepackt, verdingsten. Wischen. Du hast da gar nichts angepackt eigentlich. Das stimmt. Nur im Fahrstuhl. Ja. Weiter. Willst du da jetzt noch wischen? Das ist vielleicht eine gute Idee. Sieh, war Wisch und weg. Mal gucken. Matrix. Weiß ich gar nicht. Wo muss ich das? Keine Ahnung. Lass doch mal den ESL weitererzählen gerade. Ja, ich möchte zumindest wissen, ob wo der Fahrstuhl gerade ist, wenn das möglich ist zu sehen. Der ist immer noch bei uns. Nee, das doch. Ach nee, stimmt, der ist immer noch bei euch, ja. Der ist immer noch bei uns. Okay, cool. Ha. Okay, was macht dieses Matrix-Dings da eigentlich, dieses Magie-Dings da eigentlich? Hat das irgendeinen Effekt auf uns oder nicht? Wenn er ein Watcher drin wäre. Ich hab dir das erste Mal gesagt, das war irgendeine Art Sensor mit Magie. Ach so, okay, gut. In Klammern ist es Glymos, aber das sage ich dir nicht. Gut. Warum kein Deep Sea Weed? Lässt Steppy die Drohne nachfliegen oder nicht? Ja, natürlich. Ich möchte wissen, wo die hinwollen, vor allem. Das ist das Primärziel der Drohne. Herausfinden, wo die hin sollen, dabei möglichst versteckt agieren. Ach, übrigens, die Typen tragen selbstverständlich Masken, ja, ist klar. Well, die waren schlauer als wir. Naja, ich meine, wow. Sonst wären sie schon längst tot. Die rennen zur Feuertreppe. Sie sind ja, etwas geschickter. Sie rennen nicht einfach dagegen, sondern sie treten sie ein. Da das beim ersten Mal nicht klappt, nimmt der eine seine Schrotflinte und schießt sie kaputt. Das ist der Norm. Ah, das ist schön. Der Typ ist total wahnsinnig. Wir sind auf der 13. Stock. Auf welchem Stock war Horizon? Nicht Horizon. Hier Humanis. Genau. Ich habe immer gesagt Erdgeschoss, aber das ist Quatsch, im ersten Stock. Sie rennen höher okay. als erster Stock. Oh, das macht mir langsam aber sicher Sorgen. Meine Und ja, das sage ich allen. Scheiße. Der fickt uns. Quack, der fickt uns nicht. Was will der denn hier? Was sind die Bullen? Mach los, mach weiter, mach hin. Ich such doch. Scheiße. Bleck mich nicht ab hier, verdammte Scheiße. Ich muss die ganzen... Du bist EVR, Scheiße. Stimmt. Ich blubbel dich gerade mit Nachrichten zu. Wenn die im 6. Stock sind, möchte ich das wissen, bitte. Sie rennen am 6. In Richtung 6. Stock. Ja, wenn sie darüber hinaus gehen. Okay, pass auf. Jetzt kommt der Spaß an der Geschichte. Billy bemerkt einen... also übrigens, die sind durch die Feuertür. Piep. Ja. Es ist zeitverzögert gewesen. Scheiße. Die Feuertüren schließen sich. Ja. Klack, 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 klack. Sie öffnen sich nicht. Sie schließen sich. Billy bemerkt einen Sicherheitshacker, der mal kurz hier vorbeigucken kommt, was da los ist. Allerdings sperrt das Comlink des Typen, den ihr umgelatzt hat, ihn aus. Denn es hat den kritischen Patzer und du 4 Erfolge. Awesome. Geht so. In dem Gebäude wird jetzt Gesamtalarm ausgelöst. Überall in der AR leuchten rote Lichter auf. Alarm, bleiben Sie ruhig, verkriechen Sie sich unter den Tischen. Die Situation wird geregelt. Sämtliche Türen dieses Büros verschließen sich. Rollläden klappen an den Fenstern runter. Die sehen ziemlich massiv aus. Auch die Tür, die ihr vorhin geknackt habt. Ja. Danke. Die steht doch noch offen. Ja, sie schließt sich. Das nennt man so einen Schließmechanismus. Ja, so jede Feuertür schließt sich. Kann man da noch irgendwas zwischenschmeißen? Ich frag mich gerade, ob wir eine Jojo zwischenschmeißen. Also es müsste was ziemlich Schweres sein, was sie aufhält, weil das ist echt eine fette Tür. Ein Tisch? Irgendwas?
Oder ein Stuhl oder sowas? Ja, wie Jojo einen Tisch schmeißt. Der Stuhl von dem Zwerg, wo der drauf gesessen hat. Das wird vermutlich nicht reichen. Scheiße, was ist für eine Tür? Ja, ihr seid ein ganzes Stück weit weg, das muss man mal ansagen, ne? Vor allem, weil da noch eine Tür zwischen euch ist. Die blaue Tür da von Korridor zur Entree, die ist ja auch noch da. Die geht aber nicht zu, oder? Alle Türen, alles blaue und alle Fenster sind jetzt verschlossen. Ich bemühe mich jetzt irgendwie, die Türen daran zu hindern, sich zu schließen. Was willst du dazwischen werfen? Sicherheitsdesign. Was ist denn da? Ich nehme einen Stuhl, einen Tisch. Wenn es einen Bürostuhl gibt, dann nehme ich den. Wenn es möglicherweise die Knarre von dem Typen ist, dann nehme ich die. Weil hast du die Knarre mitgenommen? Die Knarre von dem... Ich bin vorhin zu dem Zwerg gelaufen und habe ihn gefesselt. Ach so, das wusste ich doch alles. Verzeihung, okay. Wir sind Knarre zu dem Zwerg gelaufen und haben ihn gefesselt. Knarre oder Stuhl? Stuhl wäre stark, Knarre wäre Geschick. Die Knarre, die kann ich schneller und besser und einfacher werfen. Minus eins. Die ist sehr massiv. Was ist denn das jetzt? Wurfwaffen oder was? Naja, das, was du nicht hast halt, ne? Also Geschick minus eins. Also minus zwei. Geschick minus zwei. Wieso minus zwei? Na, weil ich sowieso minus eins kriege. Hast du gerade gesagt. Ach so, und das war mit dem minus eins, das war schon, weil du den Skill nicht hast. Boah, ich habe sogar einen Erfolg. Ja, die Knarre durch die Tür, sie schließt sich da, die Knarre liegt dahinter. Ach scheiße. Also mit drei Erfolgen hätte ich es zugelassen, aber ich meine, du brauchst eine Knarre, um eine Tür aufzuhalten. Naja. Das ist schon sehr präzise, was du da machen willst. Ich sag so, hallo, du brauchst dich gar nicht zu rechtfertigen, ist doch okay. Ich sagte nur, dass es eine super Aktion war und sie auf jeden Fall nicht geklappt hat. das war meine erste Idee. Die jetzt eingeschlossen sind, denn es gibt Zwischenrollläden in der Feuertreppe. Das ist gut. Ich werde mich jetzt bemühen, die Scheißtür wieder aufzukriegen. Oh. Deine Drohne ist da jetzt auch drin. Wo, weißt du nochmal? Wo ist meine Drohne? Das ist das Treppenhaus. Jo. Da sind nicht nur bei den einzelnen Etagen Türen, sondern da gibt es Zwischenrollläden an den Türen. Das heißt, die sind eingesperrt und deine Drohne ist denen nachgeflogen. Dementsprechend die auch. Connection lost. Was? Nö, ist die Connection lost nicht. Nee. Okay. Also sie ist auch im gleichen Raum wie die Typen. Ja. Okay, gut. Dann licht sich an eine Stufe sozusagen. Es ist mal ruhig, bis die genug Krach machen sozusagen, weil die werden versuchen, durch diesen Rollladen zu kommen. Ja, sie nehmen die Schrotflinte, sie nehmen die Knarre und versuchen, sich durchzuschießen. Ohne Erfolg erstmal ohne Erfolg. Okay. Gut, Jojo bemüht sich jetzt, die Türen wieder zu öffnen, also dass der Schließmechanismus wieder aufgeht. Hm. Selbstverständlich machst du das. Das dauert schon ein bisschen. Ich meine, die haben so eine Art Override, um Leute anscheinend einzusperren in dem ganzen Ding. Deswegen warst du gering bewacht. Ja, ich fühle mich immer noch an Leverage erinnert. Wie hieß der Rechner nochmal? Ich hab's vergessen. Ach, die Drohne, nimmt die noch Audio auf? Natürlich. Okay. Fuck, scheiße, wir müssen hier durch. Mann, es klappt nicht. Rungs. Fuck, scheiß auf den Blossom, wir hauen ab. Sie rennen runter, auch da ist ein Rollladen. Die sind eingesperrt auf gut Deutsch. Ja, Russisch. Die versuchen jetzt aus irgendeinem Grund das Fenster einzuschießen. Die sind im sechsten Stock, die kommen da eigentlich nicht runter. Ah, guck mal, die haben ja die Spezialgun dabei, die haben eine Grapple-Gun dabei. Mann, waren die klug, oder? Ihr ja nicht so. Stimmt. ich reite gern drauf. Grapple-Gun, woher sollen wir eine Grapple-Gun hernehmen? Ich hätte vermutlich eine besorgen können. Wir sind am Anfang. Wobei in der Kürze der Zeit auch nicht mehr, glaube ich. Nicht so wirklich. Also. Die versuchen, das Fenster einzuschießen. Billy ist fertig. Ich sag dir nachher, was du gefunden hast. Ja? Okay. Guys, ich hab's. Wir können hier jetzt, weiß nicht wie, aber wir müssen hier raus. Okay, Spuren verwischen und ab dafür. Richtig. Ich zieh mein Kabel, ich remove alle Spuren, wo ich irgendwas angefasst haben könnte. Ja. Raus. Ja, Türen. Wir sollten vielleicht den Wachmann wieder freilassen. Es ist eigentlich Wurst. Scheiße, ja. wir können den Typen leider nicht mehr die Schuld in die Schuhe schieben, wenn die da unten hinrennen. Vielleicht sollten wir die oben rauslassen. Ich habe keine Kontrolle über den ganzen Komplex, ich habe nur hier... Nein, das ist richtig, aber ich kann die Tür oben aufmachen, aufbrechen, ganz klassisch, weißt du? Okay. Und dann in den Fahrstuhl und runter. Ich glaube nicht, dass der Fahrstuhl noch funktioniert, wenn hier der Feueralarm ausgelöst ist. Naja, den kannst du aber mechanisch ansteuern. Okay.
Den wird ja nicht durch Strom gekappt. Ein AR-Höllenhund, das ist das Icon des Sicherheitsriggers, jetzt mit aller Gewalt versucht, auf das Comlink des Typens zu, ne? Also dort, wo du noch die Kontrolle hast. Wir gehen jetzt raus quasi und schließen auch hinter uns die Türen. Oder mach uns die Türen auf, verdammt nochmal. Du kannst uns ja, die Türen alle aufmachen. Nein, Override. Ah, okay, gut, stimmt, Override. Gut, Jojo macht alle Türen auf und verschließt sie hinterher wieder sorgfältig. Ganz Jojo kurz. Und Stepan werden vermutlich zusammenarbeiten. Macht mal bitte eine Teamwork-Probe. Ja, ganz kurz. Unterstützt mich. Jo, ich verwisch meine Spuren auf dem Comlink, editiere den letzten Zugriff von meiner Persona und natürlich kappt dann die Verbindung. Okay. Und ich würde mich gerne rebooten. Ja, na klar. Okay, auch wieder Elektronik, bla, oder was? Ja. Come on, come on. Yes! Zwei Erfolge. Und jetzt würfelt sie mit dem plus zwei, kein Erfolg, ist ja so geil. Oh Gott, sei doch ruhig. Moment, Moment, Moment. 8 plus 9 plus 2 sind 11. 8 plus 9? Ha! Yes! Zick dich! Wie Budde, wie Budde. Ihr kriegt, ich meine, es ist immer noch komplex, es ist immer noch nicht so einfach, aber ihr kriegt das verdammt schnell hin. Jojo macht das in beeindruckendster Geschwindigkeit. Natürlich hilft Quinny ihr, also Steppy ihr ganz schön gut, aber ihr seid Türen aufbrechen, habt da drauf. Die Typen haben es übrigens drauf, Fenster aufzubrechen. Die sind jetzt tatsächlich durch. Vor allen Dingen, weil der Ork irgendwann nochmal volle Kanne gegen diesen Rollladen schlägt. die schießen mit der Grapple Gun auf das Parkhaus. Und machen die Grapple Gun dann mit Kleber fest und haben so eine Art, nennt man das nicht Seilzug, aber so ein Ding, was man da drauf Seilwinde. Klappt. Seilwinde. Und ich will auch sowas. Zum Parkhaus. Ich will auch sowas, dann könnten wir jetzt auch übers Parkhaus abhauen. Wieso, wir können immer noch den hinterher, oder? Na, ihr müsstet an den Seilen ungefähr 13, na, was sind die, 6. Stock zum Parkhaus klettern. Nee. Wir können uns irgendwas nehmen, uns daran festhalten und einfach runterrutschen. Nee, du hast doch immer. Hast du nicht immer noch Kontrolle über den Aufzug in irgendeiner Form? Ja, hab ich. Den. In der Hoffnung. Ja, aber jetzt unten raus ist viel beschissener. Wie sieht denn das unten aus? Deine Drohne kann doch jetzt raus. Guck mal, genau, wie es unten aussieht. Das wollte ich gerade sagen. Meine Drohne geht, benutzt den gleichen Ausgang und fliegt mal um das Gebäude rum, um mal zu sehen, wie viel Blaulicht schon da ist. Okay. Die Drohne fliegt raus. Sie sieht gerade noch. Gunfist. In dem Parkhaus verschwinden, der Norm rutscht ihm hinterher, natürlich in einigem Abstand, das nennt man Sicherheitsabstand. Mhm. Ein Schuss ertönt und den Typ wirft vom Seil auf den Boden. Wer hat geschossen? Mach mal bitte Wahrnehmung. Ja, warte. Ich kann nicht. Und Intuition. Wer? Quinn, ne? Quinny. Wunderbar. Bam. Ich sehe die Laus. Tut mir leid, gecapped auf 3. Ach ja, stimmt, egal, trotzdem. Der Schuss kam offenbar von einer erhöhten Position. Wenn du da weit hinguckst, siehst du einfach zwei Drohnen, Sicherheitsdrohnen der Marke Evo, die halt da rumfliegen und den Typ gerade runtergeschossen haben. Okay. Ey, Geist. Ansonsten, wenn die Drohne dann nochmal guckt unten, du hast noch kein Blaulicht unten, die Straße ist nicht viel zu verstopft, aber es ist einfach ein bisschen Feierabendverkehr. Das wird noch dauern, bis da jemand kommt. Genau, also wenn dann eher durch den Vordereingang, weil alles, was im Moment Tipps rausgibt, wird niedergeschossen. Gut, dann jetzt vorne, schnell, fix, Fahrstuhl, runter, alle Spuren beseitigen, also alle Fingerabdrücke beseitigen. Na klar. Das habt ihr ja schon gemacht. Flummi, macht bitte nochmal eine Edge-Probe. So eine? Nö, ich dachte eine mit irgendwie einem Patzer, aber das ist vollkommen ausreichend. Ihr rennt zum Fahrstuhl, ihr springt rein, Jojo kalibriert kurz das Dingenskirchen und ihr fahrt nach unten. Mhm. So, ja, ich guck mal, also wie gesagt, ich mache jetzt die Runde mit meiner Drohne. Guck mal, wie es unten aussieht, wenn wir aus dem Fahrstuhl rauskommen, nicht, dass da jetzt jemand vorsteht. Dann müssen wir den Stockwerk früher anhalten. Genau, wie sieht es da mit Türen und Personen und überhaupt aus? Unten in dem Raum ist niemand. Die Tür ist immer noch aufgebrochen und massiv aufgebrochen. Stimmt. Orkische Wertarbeit. Kenne ich. Echte russische Wertarbeit. Du bemerkst weiterhin, dass nicht eine Rotordrohne, sondern so eine Flugzeugschnellfliegedrohne um das Haus kreist und offenbar die Gegend scannt. Und die hat anscheinend, also du kennst ja mit den Dingern aus, die hat ziemlich gute Sensoren. Okay. Oh, fuck.
Ja, sage ich denen, von wegen, da guckt auf jeden Fall, hält noch auf jeden Fall irgendetwas Ausschau. Ich weiß noch nicht, auf was die jetzt programmiert ist, von wegen, ob die auf schlicht und ergreifend auf alles schießt, was irgendwie da rauskommt. So wie es aussieht, du kennst das ja, die ist auf jeden Fall gerickt. Die anderen beiden waren programmiert, die ist gerickt. Okay, wir sehen nicht aus wie Runner, wir sehen aus wie sticknormale Leute, die gerade in Panik versuchen, da rauszukommen. Wenn wir Glück haben, schießt sie nicht auf uns. Aber die wird uns vollkommen abgeriegelt ist. Eben, die wird uns auf jeden Fall anhalten. Karte mal kurz Einwurf von mir. So, wäre es nicht schlauer, wieder hochzugehen zu Kililili und einfach zu sagen, scheiße, wir wollten gerade raus und dann ist hier alles... Die überprüfen uns, vergiss es, die werden auf jeden Fall überprüft. Und einer guten polizeilichen Überprüfung hätte meine ID nicht stand. Okay. Außerdem haben wir alle Knarren dabei und oben ist auch was passiert. Das ist auch wieder wahr. Und so hoch sind die Typen nie gekommen. Ja, nee, also erstmal nach unten sozusagen. Und dann ein Zeitfenster abpassen, dass wir rauskommen, quasi, dass der Typ, also dass die Drohne uns möglichst irgendwie nicht erwischt zu dem Zeitpunkt. Die Drohne fliegt mit ungefähr 90 Kilometer pro Stunde um ein einzelnes Gebäude. Fuck. Da kann die aber nicht so viel wahrnehmen, wenn die so schnell ist. Es ist ein Rigger können. Und Rigger sind in SR5 wieder ziemlich geil. Ich weiß das nicht. Apropos, aber ein Rigger kann ich hacken. Wer aber hacken kann, ist unser Foxy. Huhu, ach, das bin ja ich. Ja. Ja, ich weiß. Ich weiß, du wirst ziemlich beansprucht im Moment. Ich kann es versuchen. Du musst ihn nur ein bisschen ablenken, sage ich jetzt einfach mal, dass wir ein Zeitfenster haben. Okay. Wenn jemand in eine Drohne eingeregt ist, kannst du den nicht hacken. Du kannst sie aber sehr wohl zum Absturz bringen, ich wenn du Wartungsschaden austeilst. Oder einen Befehl vortäuschen. Nein, wenn sie gerickt ist, geht das nicht. Du kannst sie nur mit Wartungsschaden ficken. Also Electronic Warfare. Boah, Cyber Combat ist das. Cyber Combat. Okay, dann pass mal kurz auf mein Meatball. Ja, kann ich. Und da das eine Attack-Handlung ist das immer Alarm, das ist dir klar. Es ist ja illegal, most of all. Ja, aber das ist ein Technomancer, das heißt. Wir wissen das nicht. Für die Attack nehme ich dann aber Charisma, ne? Ja, das ist dein Grundschaden. Du nimmst elektronische Kriegsführung und Logik und dein Grundschaden ist quasi Charisma. Okay, ich attackiere die Drohne im Feuer. Gut. Okay, mal gucken, ob der da überhaupt wieder stehen kann. Ich denke schon. Der darf ja. Okay, ich spuck mir mal auf die Würfel, bitte. Oh Gott. Soll ich gleich etchen? Okay, ich probier's. Nein, ich etch. SR10. SRE10, Entschuldigung. Okay. Oh, fuck. Zwei Erfolge. Ja. Sekunde. Zwei Erfolge. Wie viel hast du Charisma? Six, du Bitch, Alter. Das sind also 8 Schaden. Okay. die Drohne fliegt gerade an euch vorbei. Dann seht ihr, wie Folgendes passiert. Du siehst einen Ork mit anime-großen Augen. Sie britzelt, sie raucht und landet direkt auf den Motorrädern. Schrapnell durch das Metall fliegt durch die Luft auch in das Gebäudeinnere, wo ihr noch seid. Nein, es ist nicht so, dass ihr irgendwie was abkriegt, aber es ist so, dass man sich auf jeden Fall gut verschreckt und mal in Deckung gehen könnte. Ja, das tut. Deckung, springen, was auch immer. Die Drohne ist abgestürzt. Was für Motorräder? Nicht unsere. Gut. Also raus hier. Ich hab doch keine. Nein, noch. Wir hätten ja jetzt welche gehabt, rein theoretisch. Das ist richtig. Du musst ja wieder alles kaputt machen. Wieso? Du hier lässt die Drohne auf. Ja. Muss ich mein Auto zu mir holen? Oder weil in die Richtung genau jetzt die schießwütigen scheiß Evo-Dingsbums sind? Oder, Die Drohnen fliegen in Richtung... Moment. Gerade war es noch so, dass die Drohnen in Richtung Parkhaus geflogen sind. Allerdings hat es gerade einen Rigger ausgeworfen. Eine Drohne fliegt jetzt zum Gebäude. Vor allem der Rigger selber ist auch rausgesprungen wahrscheinlich. Also ausgeworfen. Den hat es auf jeden Fall rausgenommen. Autsch. Der hat jetzt Kopfschmerzen. Man hofft, dass er nicht ein Hot Sim unterwegs war. Oh, das gar gibt nicht. Einen Dampfschock. Ja, natürlich gibt das einen Dampfschock. Und zwar ganz heftig. Der ist ja vermutlich jetzt echt am Arsch. Okay, können wir jetzt hinten raus oder nicht? Oder was ist mit meinem Auto? Ja. Soll ich jetzt mein Auto holen? Ich hole uns mein Auto schon mal entgegen. Wie willst du das Auto herbringen? Ist es hier schlechter Verkehr? Ich meine, die Leute sind aus ihren Autos jetzt gesprungen, sind angehalten und versuchen einfach nur wegzurennen, weil, Der Verkehr wird gar nicht besser. Oh, dann mischen wir uns unter die Wegrennenden. Genau. Ihr habt
ungefähr in 40 Metern von hier. Habt ihr es geschafft? Da könnt ihr in Deckung gehen, da könnt ihr in Seitengassen gehen. Das wirkt okay, aber 40 Meter ist eine weite Strecke, wo ihr einfach mal voll auf dem Schild seid. Ich meine, ja, ihr rennt auch weg, aber ihr kommt aus dem Gebäude. Ihr bräuchtet so eine Art Sichtschutz. Sichtschutz? Haben die, ist der denn, da ist doch jetzt gerade keiner, der guckt irgendwie. Also haben die auch. Ach so, die ist jetzt da? Die eine ist ins Parkhaus geflogen, die andere ist zurückgeflogen zur Unfallstelle. Oh. Sichtschutz. So, dass man uns nicht sieht, meinst du? irgendein Haus rein, irgendeine Seitengasse rein, wo... Können wir ja nicht. Wir sind ja 40 Meter, in dem wir voll bedingst stehen. Fuck. Kanalisation. Nee. Irgendwas reicht das schon, wenn die scheiß Drohne uns erstmal nicht erkennen. Wobei, die wird uns wahrscheinlich aus dem... Nee, die hat uns, glaube ich, hoffentlich noch gar nicht gesehen. Noch habt ihr euch nicht gesehen, ihr könnt auch... Laufen Leute an unserem Gebäude vorbei? Frage. Nee, das ist wie so ein Kreis, wo alle von wegrennen. Warum bloß? Ah. Okay, mir hätte ja sein können, dass irgendjemand vorbeirennt. Warte. Gibt's hier irgendwas im Gebäude selber, dass man raus... Also irgendeine Drohne oder eine Putzdrohne oder irgendwas anderes, was aus dem Gebäude rausfahren kann? Du siehst keine. Ich sehe keine. Gibt es hier irgendetwas Mobiles unten? Ein Stuhl, ein irgendwie ein Blumenkübel mit Pseudoplastikpflanze, die AR besonders toll gemacht worden ist, auf Rädern? Naja, die Ansage war vorhin, es gibt nur eine vollkommen AR-Pflanze und Bänke. Mhm. Bänke kann ein Ork rausreißen, wenn ihr das wollt. Nee, das will ich nicht. Ich will irgendwas, was sich selbstständig bewegen kann. Ich kann doch selbstständig die. Zur Not nehme ich mein Auto als Sichtschutz. Das Auto ist nicht da. Das kann ich aber, das kommt ja auch nicht her. Verdammt, das ist ja zu weit. Und es ist verstopft, so ein Scheiß. Genau. Es ist 2 Uhr nachts. Sieht die Drohne aus, als würde sie geregt sein im Moment? Nö. Nicht. Kann ich versuchen, sie zu regen? Dann müsste das Ding jemand für dich hacken. Aha. Das Ding ist langsam mit Matrix ist so eine Sache, weil er gerade Alarm ausgelöst hat mit einer Angriffshandlung. Mit einer Hardcore-Angriffshandlung von einem Evo-Konzern, so wie ich das sehe. Ich habe mich seitdem nicht gerebootet. Ich meine, ich kann sie dir versuchen aufzubrechen, einem Hack. Aber ja, ich muss mich dann umgehend rebooten. Ja, mach, wir brauchen nur Zeit. Nur ein paar Sekunden mehr. Was passiert, wenn ich habe nur G-Munition dabei, damit hat sich das erledigt. Verdammt. Also Sibylle versucht einen Hack on the fly, um Stavan einen Port zu öffnen. Sicher? Alle da? Gut? Jo. Minus 2, wie immer, ne? Wegen Stealth und so. Ach nee, du brauchst gar nicht minus 2, weil du bist ja eh schon auf... Ach nee, bist du nicht. Noch hat man dich nicht entdeckt, nur Alarm. Also minus 2 aber nicht. Nur Alarm. Ich versuche den Hack noch ohne und dann schalte ich mich down. Okay. Na, wenn du dich down schaltest, hast du aber dann keine Kontrolle mehr. Nee, dann ich meine... Ich meine nicht rebooten, sondern ich meine, dann schalte ich den Hide an. Also sprich den, ne? Hier. Alles klar. Gedöns, also... Ich glaube, du bist drinne. This is my bitch. This is my fucking bitch. 6 Erfolge, Herr der Herr. Wolltest du schon immer mal eine Rotordrohne haben? Ich hatte so heute Morgen, als ich beim Urin lassen am Becken stand, habe ich gedacht, eine Rotordrohne, Mensch. Heidewitzka, das wäre was. Wolltest du schon immer mal eine Rotordrohne mit dem Gewehr dran haben? Oh, absolut. Ich meine, was gibt's Schöneres als eine Rotordrohne mit Gewehr? Ja, hast jetzt eine. Also ich meine, kann man schon mal machen. Ja. Ja, die fliegt mir quasi hinterher wie Herbs. Mach damit, was du willst, das merke ich. Egal. Nein, das ist deine. Ich gebe den Zugang. Ich weiß nicht, was man damit anstellt. Du hast gesagt, mach das Ding auf, ich mach das Ding auf. Ja, okay, das Ding ist auf. Ich habe keine Ahnung. Gut, ich gehe über AR in das Teil rein, weil, eigentlich möchte ich das Ding nur kontrollieren. Mehr möchte ich damit gar nicht machen. Das Ding soll sich gar nicht großartig wegbewegen. Das ist trotzdem eine Hackenaktion. Du hast zwar einen Mark drauf, aber du kontrollierst ihn nicht zwangsläufig, weil du immer noch Befehle geben müsstest. Also ich meine, nee, der Befehl sowas wie an-aus ist natürlich easy, den kann jeder. Aber sowas wie mach, flieg mal dahin ist trotzdem Hacking. Dann aus mit dem Ding. Ja. Ja, die Drohne schaltet sich ab, führt natürlich noch die einprogrammierte Landung aus, yes. Die müssen ja nicht alle abstürzen. Aber richtig, ist quasi genau. Down. Okay. Weg. Und ich. Ja. Ihr rennt zum Auto. Ja. So. Schweißtreibend und anstrengend und ganz schön nervenaufreibend, aber ihr kommt beim Auto an. Kabäm, ab nach Hause. Über Umwege. Was war das denn? Na, das war MMMM, das ist dein neuer Sprite. Nee, ihr fahrt.
Ja, Standard. fuck you. In aber jedem gut. Falle, der Quinny, ich weiß nicht, das müsst ihr jetzt einschätzen. Es war ja doch, es war schon mal was Neues. Es war vielleicht ein bisschen nervend aufreibend. Ich weiß nicht, wie unter Druck jetzt Steppy steht, ob der volle Kanne aufs Gas drückt oder ob der so sagt, ey, ich freue einfach mal jetzt los. Quietsch. Okay, einfach der Coolness halber machst du nochmal eine Fahrzeugprobe. Wenn du gerickt haben willst, dann kriegst du natürlich alles Bonus und so. Geht ne? nicht, mein Auto kann das nicht. Ah, stimmt. Ich wollte gerade sagen, das ist ganz puristisch hier. Sprich, so wie er es gelernt hat. Ganz kurz, wenn ich im Auto sitze, Sibylle rebootet. Ja. Jo. Reaktion war das, wohl? Plus Bodenfahrzeuge. Was hast du für ein Handling-Jojo bei der Karre? Sag ich dir sofort. Tor. Ja, geht. Nur zwei Erfolge. Ist doch immer noch. Handling 4. Alles klar, ist also nicht relevant. Der Steppy drückt voll aufs Gas. Man merkt die Anspannung, ihr seid schon mal mit dem Auto gefahren, er ist eigentlich ein guter Fahrer, jetzt zeigt das nicht ganz so, aber es ist auf jeden Fall besser als das, was ihr zustande bekommen hättet, gerade in den unebenen Turfs, weicht ja einem Squatter aus, der dann noch irgendwie am Rumgammeln ist, überfährt ihn nicht, weicht einer Mülltonne auf, die auf der Straße gerollt ist, und nimmt ziemliche Abkürzungen, also es hat sich gelohnt, ihn mitzunehmen, sagen wir es mal so, gerade wenn ihr schnell von diesem Ort weg wollt. Ihr kommt an, wo wollt ihr genau hin? Jojo ändert übrigens zwischendurch die Nummernschilder. Mal. Also das Nummernschild mal und so. Alle 2 Minuten. Ich gehe davon aus, dass wenn ihr weit genug weg seid, dass ihr euch dann unauffällig fahrend verhaltet. Das ist ja. Klar. Klar. Keine Ahnung, wo wollt ihr denn hin? Fragt Jojo irgendwann. Ich brauche einen Drink, einen starken Wodka. Drink. Und wir müssen die Daten sichten. Dann. Safe place. Ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, eine Stammkneipe wäre jetzt super. Sascha. Boris, Valeria. Maybe Spa. Vielleicht sollten wir echt Spa? Ja, okay, ich weiß Spa. Nicht, ob wir von mir aus. Gibt's beim Spa Wodka? Beim Spa gibt's alles. Hin. Kein Alkohol für mich. Bei den Daten, es wurde absolut kein Militärantrag irgendeiner Weise gestellt, dass irgendjemand irgendwelche Rechte oder sonst was entzogen wurde. Der Fall Petuchow ist schon längst ad acta gelegt. Noch bevor der Typ bei dir aufgetaucht ist, war klar, oh, Gangverbrechen, alles klar. Der hat gar keinen Fall mehr. Es gibt eine Sache, da wurde von einem gewissen Herrn Blossom, anonym, quasi so halb anonym, man hat ja seinen Namen genannt, quasi bei der Polizei eingereicht, dass man ermittelt werden sollte gegen Josil Smirnov, weil er einen Typen ziemlich brutal verhaftet hat. Da gibt es sogar ein Video, wie er ihn gegen die Wand drückt mit dem Gesicht, nicht auf die schöne Weise, und da wegschleppt. Im Hintergrund siehst du eine Frau mit blauem Auge und gebrochenem Finger. Es steht ungefähr so drin, dass hier Polizeigewalt angewandt wurde, obwohl es keine irgendwie Gründe dafür gab und dass eigentlich kein Tatverdacht bestand und bla, sowas in der Richtung. Es ist aber auch weiterhin vermerkt, dass der Typ, der da abgeführt wurde, letztendlich mehrmals auffällig geworden ist wegen häuslicher Gewalt und dass er auch schon dementsprechend einige kürzere Haftstrafen abgesessen hat. Bastard, John. Bastard, ne? Ja. Alter, ich muss hier meine Szene nicht zeigen, Junge. Nee, ich will auch nicht. Nee, dann mach ich nicht. Das hätte ja keiner ahnen können. Okay, wer will da schon eine Szene sehen, wenn man da in ein Gebäude rein will? Ich möchte sofort ihren Vorgesetzten sprechen. Die dumme Sau. Ja, Arschkopf. War cool. War genau richtig, weil die arroganten Schnösels, wir als angehende. Und jetzt denkt euch meine Zeigefinger und Mittelfinger, die so ein Hochkommata anzeigen oder Gänsefüßchen, ne, wenn man in der Grundschule von spricht. Runner! Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte, weil ich zu weit ausgeholt habe. Ihr arroganten Runner! Ah, genau, danke. Ja, wir hätten uns das ja mal denken können als angehende Runner, dass eventuell eine Sinn erfragt wird von uns. Aber es war total super, weil das der Moment war, wo ich dachte, gut, ehe die sich jetzt eine Sinn zusammengestückelt haben, da kannst du noch ein halbes Jahr spielen, was? Stimmte. Ja, aber wir wollten ja unbedingt damals an die Aufnahmen herantreten und das Ding abschließen mit der, ist ja auch, mit den Bullen. Ist ja auch alles perfekt gelaufen, deswegen konnten wir jetzt noch so schön weiterspielen. Richtig. Bestimmt. Und dann haben wir es an einem Abend tatsächlich durchgezogen. Knaller hat hier.
Ja, aber da haben wir auch relativ lange gespielt. Da war ja dann doch durchaus mal ein bisschen Power. Ja, ich glaube, da haben wir dann tatsächlich 3 Stunden am Stück die letzten paar Meter durchgezogen, die jetzt dann zusammengeschnitten 2 und ein bisschen sind. Ja. War damals cool, definitiv. Gerade wo wir dann raus mussten aus dem Gebäude und uns an die dynamischen Gegebenheiten anpassen mussten. Ne? Dann noch einen Hacker rausgeschmissen von, was war das, Neonet? Nee, oder? Doch. War, haben wir da Neonet gefickt, ne? Ja, und dann diese amerikanischen Drohnen, die auf jeden Fall immer explodieren. Immer. Ja, die haben ja 5 Liter Gasoline oben im Tank immer dabei. Mindestens. Dass wenn die gehackt werden, dann explodieren die. Nee, das war ja das mit den Motorrädern, als die auf den Boden gefallen ist. Ah, stimmt. Die berührt Motorräder, sie muss explodieren. Und die Motorräder sind auch amerikanisch, die explodieren auch. In Russland, müsst ihr euch mal vorstellen. Amerika, Alter, Amerika ist überall. Amerika ist wunderbar. Das war jetzt ein anderes Lied. Ja, aber ansonsten war es ganz klasse. Ja, damals war es noch cool, mein Mann. Ist doch, jetzt, halt doch die Fresse hier, da kommen doch jetzt die 16 und 17 jetzt in die nächsten Wochen raus oder nächsten Tage kommen 16 und 17, 17 und 18, so rum. Da wird doch die Episode 3 komplettiert. Komplettiert, sagst du? Ja, das ist richtig. Ist das überhaupt ein Wort, komplettiert? Ja. Ich kenne nur herauskomplimentiert, das passiert mir immer. tut mir leid, aber 4 Sicherheitsbeamte, ein paar Handschuhen und der Einsatz eines Tasers ist nicht herauskomplimentieren. Oh ja, gut, da muss man schauen, ne, wa? Das ist halt so, wenn dann der Ball auf dem Fußballfeld rollt, dann spielt das Team da hinten dran. Ah, nee, ja. Das war jetzt nicht klar, wer das habe ich einfach, war vielleicht zu viel für mich, war zu klug offenbar. Ja, ist denn schon Weihnachten? Das ist auch immer. Schon fast. Das kennt man sogar. Steinzeit, das war, als ich noch in Deutschland Fernsehen geguckt habe. Ja, das muss ja aber auch, Junge. Ullala, das war noch schwarz-weiß damals. Und ich da habe ich noch in die Windeln geschissen. Da bist du noch nackt um den Christbaum geflogen, Freundchen. Also, letztes Weihnachten, sagst du. Ja gut, weil du wieder voll warst wahrscheinlich und dich als Engel angekleidet mit so einem Lasso abgeseilt hast beim Nachbarn in den Garten oder so. Mit den exotischen Vögeln, die wahrscheinlich in die Winterstarre verfallen sind vor Angst. Nein. Nein? Gut. Das war völlig anders. Also, mach mal hier jetzt den... Du machst diesmal, ich muss jetzt... Ach, ich muss? Hm? Ach du, wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass der Trolli momentan einen Spendenfonds offen hat für seine Krankenhausrechnung, die kommen wieder. Er hat nämlich vom viel zu viel Wichsen hat er sich nämlich ein Kabaltunnelsyndrom jetzt angeeignet. Die Diagnose ist überhaupt nicht gesichert, meiner. Es ist absolut realistisch, dass ich einfach nur eine Pussy bin. Habe. Au, die Diagnose ist gesichert. Eine Butt-Pussy, aber das tut auch nichts zur Sache jetzt. Du meinst also, ich sollte hiermit ankündigen, dass die White Russians unter der Common Creative Attribution laufen und man sich gerne Stücke daraus ausschneiden darf, solange jedenfalls man dann ein Label anheftet, dass das von den White Russians kommt. Außerdem sollte ich an der Stelle dann sagen, weil ich ja so gerne an der Stelle sage, dass Shadowrun der Tops Incorporated gehört, den USA, den Vereinigten Staaten von Amerika, was ja keine Amerika! Richtig, da sind wir dann wieder bei denen. Und wir keinerlei Rechte an Shadowrun haben und eigentlich das Ganze verunglimpfen, was ich auch immer gerne wieder sage. Aber wir bewegen uns ja langsam in der tatsächlichen Runner-Geschichte. Die Intro- und Outro-Music ist bei den Prequels ganz kurz Ivan Ivanovich und die Kreml-Krauts, also Outro ganz, aber Intro ist was Zusammengeschnittenes und ich habe es schon mal irgendwann, glaube ich, in der Session 2 von den Prequels gesagt, was es ist, aber es kommt von YouTube, geht auf YouTube, sucht einfach nach den freien Stücken, da findet ihr auch dann, was ich meine. Es war sowas wie Get Dirty und so, ne? Das war ja, doch, genau, Get Dirty mit dem... Oh, das war so, das fandst gut. Du so toll. Ja, ah, ich guck noch mal. Silent Partner. Ja, genau. Ey, Respekt, du hast es gemerkt. Wenn ich mir den Silent Partner nicht merken würde, Junge, was wäre denn dann los? Ach ja, und ich habe noch, das wird der Trolli jetzt nicht wissen, weil der natürlich nicht das Geschnippels gemacht hat, aber ich habe es gemacht. Ich habe noch ein Stück von Löwenzahn jetzt in den Anfang reingeschnitten. Ansonsten hätte man nicht unser... Ach, Moment, das war jetzt bei der 3, habe ich den Löwenzahn reingeschnitten. Ja, siehst du mal, ich bin auch mittlerweile total durch den Wind und krieg's gar nicht mehr auf die Reihe. Das ist auch toll. Aber ich glaube, ich habe wenigstens alles erwähnt, was die Legal Rights angeht jetzt, oder? Dann habe ich noch eine letzte abschließende und äußerst wichtige Frage an dich, Mana. Achtung. Also, Uff, was sagst du in deinem alltäglichen englischen Sprachgebrauch statt an dieser Stelle?
Das war nicht mal abgesprochen. Ach, spontan an dieser Stelle, und wunderschön. An dieser Stelle, warte mal, was sage ich denn an dieser Stelle normalerweise? Ich benutze ihn an dieser Stelle benutze ich gar nicht in meinem täglichen Sprachgebrauch im Englischen. Achso, das klingt so nach einer englischen Floskel, die man mal einsetzt, nee, wenn man eigentlich kein Englisch kann und dann aufs Deutsch überträgt. Okay, schade. Nee. Ja toll, da kann ich überhaupt immer keine total persönlichen Geheimnisse von dir revealen. Das ist ja wirklich... Ich glaube, was ich manchmal zu viel sage, ist, wenn ich sage, warte mal. Awesome. Moment, was sage ich denn dann? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich sag so viel Scheiß den ganzen Tag, ich mit dem Kunden telefoniere, dann macht das jetzt auch nichts mehr. Ne? Kunde, gut. Aber die... Jo. Schulz. Ne? Nicht? Doch, auf jeden Fall. Das ist schon also ein Niveau und nimmt zu. Wir sollten die Intro und Outro jetzt immer ohne Flumi machen, die dahinter steht mit der Knute. Das ist sehr gut. Die hätte ich mal gerne hinter mir stehen mit der Knute, Alter. So auf den Bock gespannt. Mit dem eingeölten Bobbes, ey. Ich glaube, das reicht dann jetzt auch. Schönes Flummi an der Stelle. Sie hört sich das doch eh nicht an. Das stimmt, aber ich grüße trotzdem. Und ich grüße alle anderen von unseren lieben Zuhörern und Schreibern auf unserer Seite und auf YouTube und überhaupt. Ja. Sie. Ja. Achso, falls du es bekannt geben musst, dass der Podcast jetzt nach der, was ist das, die 18 ein Ende hat, also nach der dritten Episode, liegt es daran, dass Flumi und ich verstorben sind auf dem Festival. Ach, ihr das geht ja. Das kann man einfach so sagen. Achso, wenn ihr auf welches Festival geht ihr? Rockhards, aber das also, ist doch dann schon viel zu spät. Achso, nö, wir laden die Episode doch jetzt am Achso, heute. Morgen. Ja, nee, morgen ist Dienstag, am Mittwoch. Wusste ich doch. Morgen ist Dienstag, ja, na klar. Mittwoch fahren wir. Mittwoch fahren wir los, Alter. Richtig also, geil. Hier, Kollegen, wenn ihr noch irgendwie auf Rockhards, ne? Ich schicke noch Bilder bis dahin auf unsere Seite hoch von den beiden. Das, wenn ihr eine rosa Waldfee auf Death seht, dann bin das ich Ende. Also was? Mit pinken Leggings, oder? Hast du jetzt noch pinke Leggings bekommen? Leider nicht. Oh, gelbe? Ich habe gar keine Leggings. Oh, das ist ein bisschen traurig, aber pink muss reichen. Schade. Also jedenfalls der an den Männertoiletten zusammengesackt, also an den Dixie-Klos zusammengesackt in der Ecke liegt mit einer Rumschnapsflasche oder so irgendwas. Das Durchfall, Mann. Du kannst dir ja ohne Witz, das wäre jetzt noch der Hammer, wenn du dir auf die unrasierte Brust irgendwas draufschreiben würdest, so wie White Russians und jemand erkennt dich, das wäre natürlich hervorragend. Das ist absolut unrealistisch und auch irgendwie gut so. Ja, aber außerdem habe ich da anderes zu tun, da muss ich Musik hören und Bier trinken. Gut. Ab und zu schrei doch einfach mal von Zeit zu Zeit, wenn du auf dem Festival bist, schrei einfach ab und zu White Russians! Aber das könnte durchaus passieren. Ja. Oder Düss ist, ich liebe dich? Ich hab's schon wieder Lispler. Düss, liebe dich, ich brauche dich, ich muss drauf auf dich, kommt dann. Ich glaube, in der 3 oder 4 war jetzt auch der Moment, wo du noch drüber gesprochen hast, über den, über das Syndrom, wie heißt denn gleich? Über Stigmatismus. Stigmatismus, da habe ich ja so lachen müssen. Das war so gut. Ja, das da. Ist alles lange her. Ja, das, ich glaube, wir quatschen jetzt 10 Minuten oder so eine Scheiße. Also, ich glaube, das war's. Tschüss. Malachin freut sich, Mensch. Wir haben es bis dahin. Also, ihr Lieben. Wir machen das nur für dich, mein Freund. Richtig. Tschüss. Sag was.